Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 249, der Endjahres-Vorweihnachts-Jahresabschluss-Allround-Sendung für das Jahr 2016. Mein Name ist René. Kräftiger Titel. Ja, ist sehr hervorragend, gell? Wie ihr hört, ist der Herr Marvin auch mit dabei. In der Tat. Irgendwo zwischen Kuchen und Plätzchen sitzt auch der Herr Basti. Gute. Und fast schon erotische Darstellung. Eine erotische Darstellung? Ja. Ich habe nichts von der Erdbeere im Bauchnabel gesagt. Ja? Also von daher, alles diese Bilder in deinem Kopf, ich kann das gut. Was? Und wir haben einen Stargast heute mit an Bord, und zwar den Herrn Hobbs. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und damit ist auch schon klar, was ein Thema heute Abend sein wird, nämlich die Zukunft des Herrn Bruchhagen beim HSV. Des HSV unter dem Herrn Bruchhagen, das werden wir gleich noch ausdividieren, was die richtige Formulierung ist. Bevor wir dazu kommen, ein paar organisatorische Hinweise. Ihr könnt diese Sendung auch wieder live hören und in unserem Slack-Chat an der Sendung mit teilnehmen. Und dieser Slack-Chat wird für euch da draußen noch umso wichtiger, weil wir planen für die Folge 250, was zwangsläufig die nächste Folge nach der 249 ist, wer rechnen kann, weiß das, wird eine Fragesendung sein. Das heißt, wir stellen uns euren Fragen. Dafür haben wir im Slack extra einen Kanal angelegt, der heißt Frag das Team. Und da dürft ihr alle Fragen stellen. Und wir entscheiden dann, ob wir sie beantworten. Und das werden wir voraussichtlich tun in der zweiten Januarwoche. Und wir würden uns noch viel mehr freuen, wenn ihr vielleicht auch eure Fragen irgendwie in euer Telefon einsprecht und uns das schicken wollt. Und dann schickt ihr das Ganze bitte an rene@eintrachtpodcast.de und dann spielen wir das hier ein, und dann bin ich mal gespannt, was da für Fragen kommen und wie wir uns da rausreden werden. Ja, wir werden auf jeden Fall ganz, ganz viel zensieren und nur einige Fragen nehmen. Nein, natürlich nicht. Also solange das jetzt hier nicht zu sexuell wird, beantworten wir sie fast alle. Und selbst bei denen werden wir das eine oder andere beantworten. Das war mir klar, dass du das sagst. Genau. So, aber dann rücken wir doch jetzt jemand anderen mal auf den heißen Stuhl, und zwar den Herrn Hobbs, der ja selbst podcastet, und ich höre da jetzt auch seit ein paar Folgen schon rein, und da du das erste Mal heute dabei bist, darfst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und sagen, wo man dich sonst noch so hören da kann, außer hier bei uns gerade. Ja, erstmal natürlich danke für die Einladung hier im hohen Norden. Freue ich mich natürlich sehr, mal bei euch zu Gast sein zu dürfen. Ich selbst mache seit 2008 mit einem Freund einen Fußballpodcast, der nennt sich Reingemacht, der Fußballpodcast. Da sprechen wir eigentlich über das aktuelle Fußballgeschehen, so wie wir es empfinden. Natürlich haben wir so ein bisschen die norddeutsche Brille auf. Ich als HSVer und Fußballexperte Broxy als Hannover 96-Fan. Aber wir gucken uns eigentlich alle Spiele an. Und ich denke, wir sind so neutral, wie man als Fußballfan sein kann. Und erfreuen uns da wirklich über eine ganz große Hörerschaft über schon sehr, sehr, sehr viele Jahre. Hm. Und seit ich weiß jetzt gar nicht, 3 oder 4 Jahren habe ich einen kleinen Podcast gestartet, der heißt Nur der HSV-Podcast, wo ich in der Regel vor und nach einem Pflichtspiel des Hamburger Sportvereins meine Eindrücke schilder, so wie sich der HSV momentan darstellt. Und ja, bei uns ist ja viel los in all den Jahren. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, da gibt es ja so einige emotionale Themen, über die man dann da spricht. Das ist manchmal spannend, weil man das alleine macht, sehr selten ein Gast dabei. Auf der anderen Seite wissen dann aber auch die Hörer genau, welche Meinung man vertritt. Und der Austausch da mit den Hörern auf unserer Facebook-Seite oder über Twitter ist dann immer ganz intensiv. Und ich muss sagen, bringt mir auch Spaß. Ja, ich habe gesehen, du machst das in einer relativ hohen Frequenz. In der Tat, und bist halt auch ein bisschen, dementsprechend natürlich ein bisschen kürzer unterwegs als wir. Also da gibt es keine 2,5 Stunden Folgen, sondern die sind dann halt irgendwie mal so maximal 20 Minuten, was ich so gesehen habe. Ja, ja, genau. Es gibt so einige Folgen, gerade wenn es, sag ich mal, um vereinspolitische Dinge geht, und das geht es ja beim HSV ab und zu durchaus, dann sind die vielleicht mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten, aber in der Regel spreche ich die Folgen in mein iPhone, und da gibt es auch Folgen, die sind nur wenige Minuten lang. Ja. Und ich finde es erstaunlich, wie ruhig du dabei bleibst, wenn man mal jetzt auf den Hamburger Sportverein kommt, bei dem ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Bockmist, der da gerade in den letzten Wochen da irgendwie stattgefunden hat. Für denjenigen, der den HSV jetzt nicht so aktiv verfolgt, was ja quasi schon unmöglich ist, kannst du vielleicht mal so kurz skizzieren, was in den letzten Wochen da passiert ist?
Nee, kann ich nicht. Also das kann ich weder kurz noch bringt es etwas, wenn man sich die letzten Wochen anguckt. Vielleicht, ich meine, das ist hier ja ein Fan-Podcast von Fans für Fans, auch wenn es keine HSV-Fans sind, sondern Eintracht Frankfurt-Fans. Aber ihr Fans könnt mich oder viele andere vielleicht ja auch verstehen. Man muss ein bisschen weiter zurückgehen und ich versuche das wirklich jetzt in aller Kürze. Wir haben vor ungefähr 4 Jahren angefangen, uns aufzulehnen gegen die Vereinsführung, die super unprofessionell war, Aufsichtsräte, wo du das Gefühl hast, dass die Bild-Zeitung und andere Redaktionen direkt am Tisch sitzen. Es lief vieles, vieles quer. Geld wurde verschleudert und verschwendet. Und dann gab es diese Formation, die nannte sich HSV Plus, die relativ schnell auch sehr namhafte Unterstützer bekommen hat, die gesagt hat, wir müssen den Profibereich ausgliedern. Und das birgt natürlich ein gewisses Risiko, weil du kannst nur einmal ausgliedern und wenn du ausgegliedert hast, dann bist du natürlich dann den handelnden Personen mit Dei und Verderb ausgeliefert. Aber wir waren alle der festen Überzeugung, dass wenn Profis ans Werk gehen, dass es dann deutlich besser wird. Und dann gab es sozusagen zwischen den Fangruppierung, Minimum 2 Jahre, eine ganz unschöne Zeit. Da waren die Not-for-Saler, da waren die HSV-Plusser. Man hat sich bekämpft und bekriegt. Es war wirklich unschön. Und dann irgendwann kam vor 2,5 Jahren halt die große Abstimmung und 87% der Mitglieder haben für HSV-Plus gestimmt. Was dann auch bedeutet, dass einige Ultragruppen sich vom HSV abgewandt haben, einen eigenen Fußballverein gegründet haben und, und. Okay. Also das ist relativ heftig gewesen, aber man war jetzt guter Hoffnung, weil der Aufsichtsrat professionalisiert worden ist, die Vereinsführung mit Dietmar Beiersdorfer, der andere Menschen an seine Seite geholt hat, wo du das Gefühl hattest am Anfang, das ist sehr professionell. Aber was ist in den letzten 2,5 Jahren passiert? In den letzten 2,5 Jahren ist der HSV überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. In den letzten 2,5 Jahren hat der HSV 90 Millionen Euro ausgegeben, die wir durch unseren Edelfan Herrn Kühne zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ihr seht, was daraus gemacht worden ist, wo der HSV steht. Es wurde nichts besser. Unter Dietmar Beiersdorfer wurden in 2,5 Jahren 4 Trainer entlassen. Markus Gisdol ist der 5. Trainer. Es wurden in dieser Zeit 2 Sportchefs entlassen. Dietmar Beiersdorfer selber war jetzt der 3. Sportchef. Also, und das Ganze in 2,5 Jahren. Wir hatten über 70 Spielerwechsel in dieser Zeit und der HSV spielt immer noch ein relativ emotionslos würde ich ihn jetzt unter Gisdol gar nicht mehr nennen, aber zumindest keinen attraktiven, ansehnlichen Fußball mit Konzept. Und da bist du als Fan natürlich total frustriert. Du bist auch geil. Stell mal die Lage des HSV vor. Kann ich nicht. Was macht der Hobbs? Stell die Lage des HSV vor. Also es hat auch ganz gut geklappt eigentlich. Er hat gesagt, stell sie mal kurz vor, was in den letzten Wochen passiert ist. Das ist halt schwierig. Ja. Ja, ich dachte, wenn wir den Zeitraum begrenzen, dann können wir das mit dem kurz irgendwie schaffen, aber ich fand, du hast die letzten 4 Jahre auch schon sehr kurz und sehr prägnant an der Stelle zusammengefasst. Ja, und auf den entlassenen Sportchef, Sportvorstand? Vorstandsvorsitzenden. Genau, folgte jetzt ein uns durchaus bekannter Mensch, nämlich Heribert Bruchhagen, der zum Anfang der Saison bei uns aufgehört hat oder aufgehört wurde. Das ist ja so ein bisschen, offiziell weiß man es nicht, aber zumindest naja, ist der Vertrag ist ausgelaufen, das ist das Wichtige. Das ist richtig, der Vertrag ist ausgelaufen, aber nach dem, was man ja so zwischen den Zeilen hört, ist ihm ja auch nahegelegt worden, auch nicht auf eine Verlängerung das irgendwie hinzuwirken, weil man ihn da irgendwie auch nicht sehen wollte. Daraufhin ist er ja zu Sky gegangen als Fußballexperte neben Lothar Matthäus, wo wahrscheinlich selbst mein 5-jähriger Sohn als Experte irgendwie ganz gut wirkt. Was denn? Also, sich gegen Lothar Matthäus zu behaupten, ist jetzt nicht schwierig. Und fängt jetzt beim HSV als Sportvorstand an und hat ja als auch schon. Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, natürlich Vorstandsvorsitzender, wie könnte es anders sein? Und dann gab es ja noch diese Gerüchte, dass der Herr Beiersdorf irgendwie Sportmanager wird, was man jetzt ja doch irgendwie nicht macht. Also es geht irgendwie
Ja, Wahnsinn. Weiter. Aber sowas passiert wirklich nur beim HSV. Dann lassen Sie den Vorstandsvorsitzenden, der, weil er ja keinen Sportchef gefunden hat, diesen Sportchef in Personalunion selber gemacht hat. Und wir sehen ja, wo wir stehen. Er war ja im Sommer für alle Verpflichtungen verantwortlich. Mhm. Und ihr seht ja, wie die Mannschaft zusammengestellt ist und auf welchem Tabellenplatz sie ist. Und dann wird der entlassene Dietmar Beiersdorfer vom Aufsichtsrat einstimmig, weil er in der Kernkompetenz Profifußball nicht die Erfolge erzielt hat. Und dann ist der auf einmal wieder, oder er war ja zumindest dann kurz im Gespräch, dass er aber dann dennoch den Sportchef macht. Also das ist ja, also sowas gibt es glaube ich auch nur beim HSV. Hm. Deswegen heißt es ja auch nur der HSV. Jetzt hat uns und dich wahrscheinlich auch die Verpflichtung von Harry Bruchhagen an dieser Stelle so ein bisschen verwundert. Ich meine, er war ja schon mal eine Zeit lang beim HSV, also so ganz unbekannt ist er dort ja nicht und ihm ist der Verein auch nicht ganz unbekannt, aber er war ja eigentlich so ein bisschen aus diesem offiziellen Fußballkarussell raus und konterte dann jetzt auf seine Antwort oder auf die Frage, also ein bisschen mit dem Ding von wegen, ja, wenn der HSV anruft, dann kannst du halt nicht Nein sagen. Wie kommt das denn bei dir als Fan an? Also ich war auch überrascht, klar, und habe jetzt Heribert Buchhagen bei Eintracht Frankfurt natürlich wahrgenommen. Ich kann jetzt aber, also ihr habt dann mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr Hintergrundwissen. Gut, wenn du meine Meinung hören möchtest, ein Vorstandsvorsitzender Heribert Buchhagen ist jetzt nicht das, was du dir eigentlich erträumst. Dazu ist er mir zu, also er wirkt mir dazu zu bieder, zu sehr Beamtentum, also wenig innovativ, wenig modern. Insofern ist das natürlich eine Person, wo du jetzt sagst, ach, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so toll finde bei meinem Verein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das, was man von der Ferne mitbekommen hat, Eintracht Frankfurt ja auch viele Jahre ähnlich sich so dargestellt hat wie der HSV in den letzten Jahren und ihr euch in den letzten Jahren halt stark beruhigt habt, ein bisschen entschleunigt habt, seriöser wieder aufgetreten seid. Und Heribert Bruchhagen, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht jetzt nicht für mich die Traumbesetzung als Vorstandsvorsitzender meines Lieblingsclubs, aber er ist vielleicht die richtige Person in dieser Phase. Und auch aufgrund seines Alters wird er sicher nicht die nächsten 10 Jahre dort sitzen bleiben, sondern vielleicht die nächsten, keine Ahnung, 2 bis 3, wie immer auch seine Lebensplanung ausgeht. Und das ist vielleicht die Chance, dass der HSV in dieser Zeit unter Heribert Bruchhagen aufgrund seiner Lebenserfahrung und auch seiner Berufserfahrung, dass er es versteht, unterschiedliche Gruppierungen wieder ein bisschen mehr anzugleichen, zu beruhigen, die Nervosität und die Hektik so ein bisschen rauszunehmen, Menschen wieder ein bisschen mehr zu einigen, um dann eventuell den HSV in ein etwas ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Und dann kannst du mit dem nächsten Vorstandsvorsitzenden, der dann in 2, 3, 4 Jahren kommt, vielleicht wieder innovativer und moderner dich aufstellen. Aber ich denke, jetzt in der aktuellen Zeit ist es für den HSV mit Sicherheit nicht die schlechteste Personalie. Meine Frage, also du hast ja eben schon das Alter angesprochen. Also das habe ich letzte Woche als für mich größtes Problem angeführt bezüglich dieser Personalie. Siehst du das ähnlich? Also ich meine, du hast ja gesagt, der wird ja nur 2, 3 Jahre wahrscheinlich bei euch arbeiten. Aber mit 68 stelle ich mir halt die Frage, warum kippt er sich das nochmal zum Ersten? Der HSV ist ja jetzt kein absolut krisenloser Verein, ja. Und dann ist es halt für mich die Frage, wie weit ist der überhaupt noch im modernen Geschäft drin? Aber zunächst die erste, ist das Alter für dich kein Problem? Doch, eigentlich schon. Also ich hoffe, ich bin da nicht so unhöflich, wenn ich sage, ich finde, man merkt ihm sein Alter auch an. Also, ja, das stimmt. Also, wo ich dann so denke, ja, das meinte ich ja gerade. Als Idealbesetzung sehe ich das nicht. Allerdings, aufgrund der Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, könnte es sein, dass er in dieser super hektischen Phase, wo es so viele unterschiedliche Strömungen im Verein gibt und so viel unterschiedliche Strömungen auch unter den Fans und Supportern, könnte es sein, dass er es schafft, da so ein bisschen
wie soll ich sagen, so ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Das traue ich ihm schon zu. Allerdings, weil ich es ja im ersten Satz gesagt habe, ich finde, man merkt ihm sein Alter ran und ich kann es auch nicht ganz verstehen, warum er sich so ein komplexes und zumindest aktuell hoch emotionales Thema, warum er sich das antut. Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Würdest du sagen, dass das in einer gewissen Weise, ohne das jetzt zu negativ zu meinen, Egoismus auch von ihm ist? Dass es für ihn auch maßgeblich darum geht, zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Woche rausgestrichen, dass die Eintracht jetzt ohne ihn überraschend gut dasteht und er gleichzeitig natürlich auch, könnte man auch sagen, ja gut, jetzt ohne Bruchhagen läuft jetzt plötzlich, das ist jetzt nur die eine Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch noch so ist, dass er sagt, er will seine Karriere so full circle beenden. Also da geht es darum, er hat beim HSV ja eine längere Zeit gearbeitet, ist dann ja wieder weggegangen. Und ich glaube, vielleicht könnte das ja so ein Schluss seiner Karriere sein. Denkst du, dass er das ähnlich sieht? Hat er da dementsprechend schon mal was fallen lassen oder ist es von mir zu viel hereingeheimnist? Nee, das ist ganz erfrischend. Er sagt wirklich nur das, was er sagen muss und hält sich in vielen Dingen zurück. Ich kann es dir natürlich auch nicht beantworten. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie wir es auch oft in der Politik sehen, dass ein gewisser Machtfaktor wohl so einen hohen Reiz hat und so viel Emotionen in einen weckt, dass wenn du das auf einmal nicht mehr hast, dass du das dann vielleicht auch vermisst. Und ich denke schon, dass der HSV, er ist seit 24 Jahren Mitglied beim Hamburger Sportverein. Er hat sich ja nie so ganz von diesem Verein getrennt. Seine Familie oder seine Kinder leben in Hamburg. Ich denke, dass er sich so vielleicht gesagt hat, also wenn es einen Verein gibt, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen aktiv werden könnte, dann dort. Aber es ist natürlich ein echtes Brett. Und ob er das meistert, das weiß ich auch noch nicht. Da freut sich bestimmt die Tochter, dass der Papa jetzt öfter mal vorbeikommt. Ne? Ach, das ist ja schon ein umgänglicher Typ. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das schon. Aber du hast dann natürlich auch so ein paar wichtige Dinge angesprochen und ich würde sagen, deine Wahrnehmung täuscht sich da nicht. Also das waren ja so für uns auch die Hauptkritikpunkte so am Ende seiner Karriere bei der Eintracht, dass wir auch gesagt haben, wir brauchen endlich jemanden, der zukunftsweisend denkt, der versucht irgendwie dem Verein und dem Konstrukt eine Strategie zu geben, ein Langfristziel, wo die Mannschaft, der Verein in 5 Jahren stehen will. Und das war alles das, was Bruchhagen aus unserer Sicht, also auch aus der Finnbrille heraus gesehen, nie getan hat, sondern er kam ja immer mit seinen Sätzen um die Ecke und gesagt hat, die Liga ist zementiert und auch nie bereit war, jetzt irgendwie mal über seinen Schatten zu springen und einen größeren Invest in Spieler zu betreiben, sondern sich ja immer nur in dem Rahmen aufgehalten hat, den er hatte und immer vermieden hat, irgendwie Schulden zu machen, sondern nur mit dem Geld zu wirtschaften, was man auch in den Jahren davor erarbeitet hat. Und wenn ich dann gucke, dass er dann jetzt in ein Konstrukt wie den HSV reinkommt, der, ohne da jetzt irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, aber ja schon irgendwie quasi Champions League ist, wenn es darum geht, irgendwie Schulden zu machen und Spieler einzukaufen, dann prallen für mich da einfach zwei Welten aufeinander, wo ich keine Überschneidung und kein Zusammenkommen irgendwie sehe. Ja, aber das hat er ja jetzt relativiert schon. Also da hat er direkt direkt wie ein Chamäleon gesagt, ja, ich finde es super, was der Kühne hier macht und er ist ein Segen für den HSV und er will jetzt im Winter 20 Millionen Euro für ein neues Spiel ausgeben. Also so schnell kann es gehen. Da hat er das alles, was wir jetzt hier jahrelang uns anhören mussten, hat er jetzt abgestreift wie einen alten Mantel und jetzt ist wahrscheinlich der neue Super Harry. Also ich bin sehr verwundert. Ich habe euch jetzt sehr interessiert gelauscht, was ihr dazu sagt, weil ich habe auch mit dem Abstand jetzt immer noch keine wirkliche Meinung dazu. Ich kann es mir noch nicht erklären, ich kann nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, egal von aus welcher Perspektive, als Eintracht-Fan oder als HSV-Fan, ich kann es ganz, ganz schwer bewerten, was dort passiert ist, weil ich trotzdem, trotz allem, was Bruchhagen hier teilweise falsch gemacht hat, ihn trotzdem immer als hochseriösen Funktionär gesehen habe. Und auch, ja. Dieser Eindruck bröckelt so ein bisschen, finde ich, durch diese Aktion, weil die alles andere als geplant, strukturiert und oder irgendwie durchdacht wirkt, sondern das wirkt so, das, was der Marvin gesagt hat oder was der Hobbs auch vorhin angesprochen hat, mit dem, wenn du einmal in so einer machtvollen Position warst oder über Jahre und du bist dann plötzlich nur noch bei Sky so ein ja, ich will es jetzt nicht respektierlich sein, aber du bist jetzt nur noch so ein kleiner Sky-Trottel, der dann da hockt mit den Leuten, weil die Leute, die bei Sky hocken, sind ja oft jetzt nicht, das sind ja nicht diejenigen, wo du sagst, okay, das sind die unfassbar respektiertesten, sondern das sind halt die, die das da gerade machen müssen, die Hamann oder Fjordhoff macht das, weil er das lustig findet, hier Lothar Matthäus, Metzel, also da ist ja jetzt keiner dabei, wo du sagst, ja,
Das heißt, Bruchhagen, für ihn war das ja eigentlich schon eine Aufgabe, wo man denkt, ja, eigentlich passt es auch nicht zu dir, was du da machst. Hm. Und jetzt geht er zum HSV. Ich finde, so ein bisschen von seiner Legacy lässt er selber bröckeln, weil es auch nicht dazu passt, was er hier beim Abschied gesagt hat. Er hat gesagt, es reicht jetzt mit dem Fußball, ich habe so lange gearbeitet, ich will mehr Zeit mit meiner Familie haben. Mhm. Dies, das, und dann steigt er mitten in der Saison. Hey, wäre es im Sommer gewesen, nach irgendwie langen Gesprächen, wäre das vielleicht sogar noch was anderes gewesen, aber so eine Nummer mitten in der Saison, weil wenn wir überlegen, stellt euch mal vor, die Situation wäre bei einem anderen Verein genauso passiert. Ich möchte nicht wissen, wie Bruchhagen das kommentiert hätte, ehrlich gesagt. Das ist ein sehr guter Punkt. Da kann ich mir nämlich durchaus gut vorstellen, dass er genau das kritisiert hätte, auch diese ganzen Vorgänge. Ja, genau, also die Vorgänge, wie mit seinem Vorgänger umgegangen wird, da hätte er gesagt, das geht nicht, das macht man nicht, wir machen das kann man sauber machen, im Sommer machen und so weiter und so fort. Und jetzt auch, wie er es ja für sich auch wollte, er wollte es ja für sich genauso, deswegen. Genau. Also das ist ein interessanter Punkt. Also ich bin ja zu Gast bei euch und möchte da natürlich keine Kritik äußern, aber was du gerade eben gesagt hast, war nicht ganz richtig in Bezug auf die Pressekonferenz von Herbert Bruchhagen. Er hat nicht gesagt, er möchte jetzt auch noch 20 Millionen ausgeben. Diese 20 Millionen in einem Wintertransfer, die stehen irgendwie schon seit mehreren Wochen in der Presse, weil wohl Herr Kühne verkündet hat, dass er bereit wäre, ungefähr so viel Geld auszugeben. Was richtig ist, ist, dass Herbert Bruchhagen natürlich gesagt hat, dass ein Mensch wie Herr Kühne natürlich ein Glücksfall ist für den Verein. Und aber man hat ihm da schon angemerkt, dass das für ihn eine ganz schwere Gratwanderung war. Auf der einen Seite, wenn du den Herrn Kühne verärgerst, dann glaube nicht nur ich, sondern viele in meinem Fankreis auch, wird der HSV nicht nur absteigen, sondern dann wird das Ähnliche passieren wie mit Glasgow Rangers. Dann sind wir gleich mal in der fünften Liga, weil wir überhaupt gar keine Lizenz mehr bekommen, weil der HSV mit über 90 Millionen verschuldet ist. Und wenn Herr Kühne zahlt diverse Gehälter von Spielern, der zahlt nicht nur die Transfererlöse, die Transferbeiträge. Also das heißt, wenn Herr Kühne ab morgen sagt, er hat keine Lust mehr, dann ist der HSV völlig gegen die Wand gefahren. Deswegen darfst du als neuer Vorstandsvorsitzender natürlich nichts gegen Herrn Kühne sagen. Du hast ihm aber auch angemerkt, dass er das kam ihm nicht so wirklich leicht von den Lippen. Und von neuen Geldern hat er erst gar nicht gesprochen. Denn er kam mir ja, als er bei Eintracht Frankfurt war, genauso vor, wie ihr ihn beschrieben habt. Er war seriös, er hat auf die Finanzen geachtet, aber er war natürlich null Risikobereich, nicht innovativ, und er hat nicht dir neue Ziele aufgezeigt, wo du sagst, Mensch, und jetzt gehen wir in eine neue Ära. Und das möchtest du natürlich als Fan, dass dein Verein von jemandem geführt wird, der, sag ich mal, auch Visionen hat und der dir aufzeigt, wie wir dahin wollen. Aber in der jetzigen, und letzter Satz dazu, in der jetzigen Situation des Hamburger Sportvereins brauchst du keinen Visionär. Du brauchst jetzt irgendeinen, der mal auf die Bremse tritt, der diesen ganzen Irrsinn ein bisschen stoppt. Wenn ihr Football Leagues verfolgt, dann wurde der HSV gerade in der Woche vor Weihnachten da auch nochmal durchleuchtet. Und ich sag mal, durchschnittliche Spieler wie Louis Holtby verdienen oder haben in der letzten Saison 4,1 Millionen Euro verdient anhand mit Prämien. Und du merkst, beim HSV wird viel zu viel Geld für viel zu wenig Leistung gezahlt. Und du brauchst jetzt mal jemanden, der in den nächsten anderthalb, zwei Jahren hier versucht, mal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und da könnte er für den HSV eventuell eine ganz gute Wahl sein. Ja, das definitiv. Also ich glaube, das ist eine seiner Stärken, die man ihm durchaus zutrauen kann, da mal wirklich mit beiden Händen in den Dreck zu greifen und da mal alles das gerade zu ziehen. Ich glaube aber auch. Weiß nicht. Aber nicht, aber auf mich wirkt er trotzdem, sorry, ich will es gar nicht schlecht machen, aber auf mich wirkt er in den letzten Jahren Eintracht nicht mehr so, als dass ich jetzt denken würde, der hat es noch in sich, die Energie und das Feuer und die Power. Ich hätte eher gedacht, dass er so ein bisschen ausgebrannt ist. So sieht er auch aus, ehrlich gesagt. Stimme ich dir zu. Ja, er wirkt so ein bisschen, also wenn ich jetzt als Vorfan wäre, würde ich mir Sorgen machen, okay, hoffentlich hat er die Energie noch. Ja, das wäre auch so ein bisschen mein Punkt jetzt gewesen, dass er bewiesen hat, dass er es kann, aber dass ich schon glaube, dass ihm so ein bisschen die Energie dafür fehlt, wirklich da durchzugreifen. Und nach alledem, was ich jetzt in den letzten Wochen von dir, Hobbs, aber auch von anderen, brauchst du da verdammt viel Energie, um diesen ganzen Misthaufen einmal auf links zu drehen und das in geregelte Bahnen zu bringen. Und auch mit den ganzen Leuten da auseinanderzusetzen. Ja. Also was glaube ich noch viel anstrengender wird, als da so Struktur reinzubringen, dass man die Gehälter reduziert und alles.
ist, glaube ich, auch für ihn, sich mit diesen ganzen Protagonisten dort auseinanderzusetzen, weil ich trotzdem beim HSV immer noch das Gefühl habe, da reden viele Leute mit und dann geht der und hier war einer und dann taucht der auf. Das ist unglaublich. Ich glaube, das kann dich schon zermürben und Bruchhagen ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er hier der größte Diplomat war. Also, das war für ihn so lange gut, wo er hier alles bestimmen konnte, war alles gut. Aber schon als Hübner dazu kam, gab es schon den einen oder anderen Misston zwischen den Zeilen. Also ich, das Einzige, was ich definitiv sagen kann zu Bruchhagen und dem HSV, ist, dass es interessant wird. Naja, was du in der ganzen Geschichte natürlich auch nicht vergessen darfst, ist auch die Erwartungshaltung, die halt einfach auch da drin steckt. Ich meine, wenn du jetzt anfängst, da diesen ganzen, ich bleib bei der Begrifflichkeit, Misthaufen auf links zu drehen, dann bringst du halt auch Unruhe in den Verein. So, du darfst aber dabei auch nicht vergessen, dass das Ziel des Ganzen ja auch ist, die Klasse zu halten. Und aber das hat er ja gesagt, das will er ja nicht. Er will ja nicht alles jetzt auf links drehen, sondern er hat jetzt zwei vornehmliche Ziele und das ist zum einen, einen neuen Mann zu finden, der die sportliche, der den sportlichen Bereich ein bisschen mehr leitet und zum anderen geht es ihm darum, halt auch jetzt die Transfers klar zu machen. Also zum einen Sportdirektor, zum anderen die Transfers klar machen für den Winter, damit man dann nach dem Winter wieder konkurrenzfähig ist und die Positionen verbessern kann, weg von einem Relegationsplatz. Das sind die zwei Hauptaufgaben und ich glaube, dabei bleibt auch erstmal. Natürlich wird dann später dann auch das finanzielle Gerüst durchleuchtet werden, aber du kannst nicht alles auf links drehen und das hoffe ich auch, dass der HSV das weiß, dass man auch gewisse Bereiche von Bruchhagen fernhalten muss. Der ganze Bereich, was die neuen Medien anbelangt, der ganze Bereich, was irgendwie den Marketingbereich anbelangt, das sind alles Bereiche, die von Bruchhagen ferngehalten werden müssen, um sie international konkurrenzfähig zu halten. Das klingt lächerlich, aber der Mann hat dafür halt gar kein Gespür. Und wenn er da was zu sagen hat, sind es die ersten Posten, die wegrationalisiert werden. Ja, ja, weil er halt auch in seiner Struktur ein bisschen bieder ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Ne? Und ihr dürft nicht vergessen, wir haben ja vor 2,5 Jahren alles auf links gedreht. Alles einmal neu. Ja, also es ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Und ob er die Kraft dafür hat und die Nerven, das ist halt auch ein kleines Fragezeichen für mich. Das stimmt. Da kann ich nur hoffen, dass er alt genug ist, sich das selber gut einzuschätzen. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen anderen Verein gibt, für den er jetzt mehr gebrannt hätte. Also das muss man sagen, ist vielleicht so ein bisschen dann die Hoffnung, zu sagen, okay, wenn dann für den HSV. Das stimmt, das glaube ich auch. Ja. Ja. Wir sind gespannt. Was ist denn als Fan deine Erwartungshaltung? Wo soll der Verein denn am Ende der Saison stehen? Ja, es ist natürlich frustrierend. Aber natürlich geht es nur darum, die Klasse zu halten und wenn es geht, Platz 15 oder 14 zu erreichen. Ich glaube auch, der eine mag das gerne hören, der andere weniger, aber ich glaube auch, dass der HSV auch in dieser Saison nicht absteigt, weil dieser Running Gag hier in Hamburg, ne, der HSV kann gar nichts und nicht mehr absteigen, das wird halt auch in dieser Saison wieder sein, weil ich glaube, dass wir zwei, drei andere Mannschaften haben, die noch weniger Punkte für sich gewinnen können. Es ist natürlich, weißt du, du bist, ein Gedanke noch dazu, ne? Du bist natürlich sowas von gefrustet. Ja? Vor unserer Relegationszeit spielte Gladbach in der Relegation. Ja? Und das hat die so gestärkt, dass die, nachdem sie die Relegation gewonnen haben, eine unglaublich geile Saison gespielt haben danach, mit einem internationalen Platz. Jetzt guckt ihr Eintracht Frankfurt an. Ich habe mir eure beiden Relegationsspiele, ich war in Amerika im Urlaub, die wurden in Amerika bei Fox übertragen und ich habe mir eure beiden Spiele angeguckt. Das war auch nicht unbedingt brillanter Fußball, aber ihr habt es genau wie der HSV damals auch in der Relegation. Ihr habt es dann aber, wenn man die zwei Spiele zusammen sich anguckt und beurteilt, ihr seid dann auch verdient weitergekommen. Und da scheint die Mannschaft so zusammenzurücken, dass sie eine unglaublich tolle und erfrischende Saison spielt. Und jetzt waren wir schon zweimal in der Relegation und du hoffst jedes Mal, ja, dann schweißt die Mannschaft zusammen und dann wird es besser. Und es wird nicht besser. Da wirst du verrückt. Da wirst du verrückt. Und ich finde, das war die letzten zwei, drei Jahren schon so, das ist auch heute so. Guckst du dir unsere Aufstellung an, dann denkst du jedes Mal, eigentlich gar keine schlechte Bundesliga-Mannschaft. Jetzt nichts für ganz oben, aber es ist ja eigentlich gar kein schlechtes Team, was da steht. Ja.
Tja, aber es, da sieht man wieder, wie wichtig Trainer sind. Also da sieht man tatsächlich. Wir hatten, glaube ich, immer gute Trainer. Ich glaube, der Güstol ist ein guter. Ich persönlich. Ja, nee, aber das wollte ich nämlich gerade sagen. Eigentlich habt ihr Glück, dass der Trainer, unter dem es jetzt einigermaßen gut läuft, schon da war. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt hypothetisch, aber ich weiß nicht, ob Bruchhagen Güstol geholt hätte. So, ich hätte das weiß ich auch nicht. Aber ich fand ehrlich gesagt, Labbadia ist auch ein guter Trainer. Davor hatten wir einen Slomka, wir hatten Bert van Marwijk. Wir hatten noch nie ein Trainerproblem. Das Problem ist halt, dass es in Hamburg so aufgeregt ist und dass so viele Menschen mitsprechen, dass wir ja, ich glaube, wir hatten in 12 Jahren, glaube ich, 13 oder 14 Trainer. Also die Haltbarkeit eines Trainers beim HSV in den letzten 12 Jahren ist unter einem Jahr. Und da kannst du natürlich nichts aufbauen. Und ich glaube, es lag nie am Trainer. Ja, weiß ich nicht. Also die Trainer, die du jetzt aufgezählt hast, zählen jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Aber es sind gute Bundesliga-Trainer. Weiß ich nicht. Denke ich. Also okay, in meinen Augen. Also Labbadia auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt hier dafür ganz schön viele Schelte bekomme. Aber ich finde Labbadia, der hat sich gerade bei euch richtig gemacht. Ja. Und das ist jetzt... Der wurde halt alleine gelassen. Okay. Ja, das wird natürlich gerne von den Medien ein bisschen unterwandert, weil der Dietmar Beiersdorfer eigentlich, bis er nicht mehr haltbar war, eigentlich ein super Netzwerk hatte zu den Medien. Wenn du als Trainer, du wirst da allein gelassen. Labbadia kam damals, oh Gott, das ist ein Eintracht Frankfurt-Podcast, ne? Das tut mir leid. Ich will da jetzt gut. Gar nicht so viel zum HSV. Aber weißt du, du kommst dahin, dann rettest du den Verein wirklich in der allerletzten Minute. Ne? Tomorrow, my friend, tomorrow, sage ich dann genau. Nur, wie wir da in der 90. den reinhauen. Dann spielst du eine ganz gute Anfang, also die Saison startete für uns nicht schlecht. Dann hast du einen dämlichen Sportchef, der irgendwelche Rucksäcke verliert, wo die ganzen Verträge der Spieler... Stimmt, die Nummer war ja auch noch. Das heißt, der Labbadia musste für jeden Scheiß vor die Kamera, ob das der Spieler war. Also während du in allen anderen Mannschaften immer einen Sportchef hattest, der sich mal vor die Kamera gestellt hat, bei uns war es immer der Trainer. Ja. Dietmar Beiersdorfer hat sich auch verpisst, gerade wenn es mal nicht gut lief, war er nie zu sprechen. Und ich weiß aus, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen und nicht zu geheimniskrämerisch klingen, aber aus sehr, sehr, sehr guten Quellen, dass Labbadia schon schon am Ende der letzten Saison, im Frühjahr, schon gesagt hat, wir brauchen ein defensives Mittelfeld, wir brauchen Innenverteidiger. Und Dietmar Beiersdorfer ist darauf nicht eingegangen, hat andere Spieler geholt, die nicht mit dem Trainer abgestimmt waren. Ey, und dann hast du nachher eine Mannschaft, die ist völlig wild zusammengestellt, und dann verlierst du die ersten Spiele und wer steht niemals vor der Kamera? Dietmar Beiersdorfer. Es durfte immer Labbadia da stehen, bis der irgendwann auch medial verbrannt war. Und das meine ich. Also ob das jetzt ein Labbadia ist oder die Trainer davor, sie bekamen in der Vergangenheit beim HSV nie die Unterstützung, sage ich mal, von der Vereinsführung. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ein Heribert Bruchhagen das mit dem Güstol ein bisschen anders macht. Er hat jetzt schon gesagt, dass der neue Sportchef, der geholt wird, muss natürlich 1:1 mit dem Trainer abgestimmt werden. Und ich hoffe, dass sie dann einen Sportchef holen, der mit dem Trainer gut zusammenarbeiten kann, dass die beiden sich endlich mal die Arbeiten teilen können. Denn das konnten die Trainer in den letzten 3-4 Jahren beim HSV definitiv nicht. Die mussten immer alles alleine machen. Ja, aber ich denke, da bist du bei Bruchhagen an der richtigen Adresse. Also deswegen sagte ich vorhin. Trainertreue war ja eigentlich immer, muss ich sagen. Ja, deswegen sagte ich vorhin, ein Typ Bruchhagen, eher so ein bisschen bieder und ein bisschen spießig, passt irgendwie nicht so richtig zum HSV und auch nicht so zu Hamburg, gefällt mir jetzt nicht so, aber, da wiederhole ich mich jetzt, aber in der jetzigen Situation, in der aktuellen Situation, ist dieser Mann eventuell für die nächsten 1,5, 2 Jahre vielleicht genau der richtige Mann. Wenn er die Kraft hat, das ist tatsächlich auch für mich die größte Frage. Leiten wir mal langsam ein bisschen zur Eintracht über, bevor wir dich dann auch quasi wieder verabschieden, damit du noch ein bisschen Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Würde mich interessieren, wie nimmst du denn als Außenstehenden die Entwicklung bei der Eintracht, gerade jetzt nach dem Thema letztes Jahr Relegation und jetzt weit weg von Relegation, wie nimmst du das denn wahr? Oh, ihr entschuldigt dann aber ein gefährliches Halbwissen, ne? Also zum einen muss ich vielleicht mal schnell dazu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen wie Anbiederung, aber mit Eintracht Frankfurt halte ich es persönlich schon über einen langen Zeitraum. Es gibt
kein Stadion außerhalb des Volksparkstadions, in dem ich öfter war als in der Commerzbank Arena, weil ich nämlich beruflich in den letzten 20 Jahren sehr viel in Darmstadt und Frankfurt zu tun habe und des Öfteren von Freunden, die dort in der Region leben, auch ins Stadion immer eingeladen werde. Auch das nächste Spiel, wann treffen wir uns? Im Februar, glaube ich, treffen wir aufeinander in Frankfurt, ne? Genau. Da darf ich auch schon wieder in der Commerzbank Arena sein. Also insofern freue ich mich dann immer und verfolge das natürlich, weil auch einige meiner Freunde Eintracht Frankfurt Fans sind. Und ja, ich empfand, dass ihr, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also ihr habt, glaube ich, nicht so wirklich geglänzt am Anfang der Saison, habt aber die richtigen Ergebnisse eingefahren. Und auf einmal siehst du, wie eine Mannschaft mit größerem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auftritt. Und ich glaube, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht geglaubt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Kovac ein guter Trainer ist. Mhm. Also als alter HSVer, weil wir haben ja auch ganz viele Historie mit Niko Kovac, da gönnst du dem immer nur das Beste, ihm und seinem Bruder. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Einkäufe, die ihr getätigt habt, dass die so sitzen und dass hier anscheinend wirklich, mal im Altmodischen gesprochen, ist, da steht wirklich eine Mannschaft auf dem Platz. Ne? Also ich habe das Gefühl, da zerreißt sich echt ein Team füreinander und alle spielen miteinander. Und das ist jetzt so zum Ende der Saison, finde ich, eine Freude. Und dann gewinnt ihr auch einige Spiele, die man vielleicht auch nicht unbedingt gewinnen muss, aber dann habt ihr halt die nötige Kraft, sage ich mal, noch ein Ding für euch zu drehen. Also ich finde, ihr steht wirklich, sage ich jetzt nicht, weil ihr mich eingeladen habt, so kurz vor Weihnachten, dass ich noch Geschenke verteile, aber ich finde, ihr steht absolut zurecht da, wo ihr jetzt steht. Dann würde ich sagen, lassen wir das auch so stehen, bevor dir noch was einfällt, um das wieder nach unten zu korrigieren. Oder seid ihr anderer Meinung? Wir waren, also sehr, sehr, sehr unzufrieden. ich glaube, unzufrieden kann man an der Stelle nicht sein. Uns ging es Anfang der Saison ähnlich wie dir, dass wir so ein bisschen zweifeln waren, ob das auf lange Sicht gesehen mit den Kovac-Brüdern funktioniert, weil natürlich letztes Jahr in der Relegation oder in dem Thema Abstiegskampf ganz andere Dinge wichtig waren und das hat auch ein ganz anderes Szenario war, als wir es jetzt in diesem Jahr erleben. Ja. Wir haben aber auch gesagt, lasst ihnen die Chance und lasst uns gucken, was passiert. Und die Entscheidung war richtig, das so zu tun, wenn man sich jetzt die Tabelle und die Art und Weise anguckt, wie man diesen Platz in der Tabelle jetzt vor der Winterpause, ist das jetzt offiziell Winterpause? Ja, oder? Man nennt es Winterpause. Ja. Wie wir den Weg dahin geschafft haben und wir haben Spiele gewonnen, die man hätte nicht gewinnen müssen. Wir haben aber auch ein paar Spiele gehabt, die man nicht hätte verlieren müssen. Unterm Strich gleicht sich nachher auch wieder aus. Von daher glaube ich mehr als zufrieden, was das Thema jetzt angeht und ziemlich dicht an unserem gesetzten Ziel von 40 Punkten dran. Mich jetzt gefreut, wenn wir jetzt in der Hinrunde oder vor der Winterpause 30 Punkte gekratzt haben, um zu sehen, wie Marvin sich sein Bart abrasiert. Oh mein Gott, da bin ich ja gerade dran vorbeigeschritten. Ja. Ach mein Gott, da bin ich ja sehr froh drum. Wieder komplett vergessen. Oh. Ja, ich hätte dich schon dran erinnert, keine Angst. Oh Gott, ja, zum Glück haben wir nur 29 Punkte geholt. Ja gut, lieber Hubs, ich danke dir für deine Teilnahme. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne nochmal deine beiden Podcasts zu empfehlen. Das ist einmal Reingemacht, der Fußball-Podcast, und einmal Nur der HSV. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird es vielleicht bei Nur der HSV zwischen den Jahren oder jetzt demnächst noch irgendwie ein paar Folgen geben. Also zumindest war das deine Andeutung. Von daher. Ja, genau. Also klar, wenn immer was beim HSV passiert und ich die Zeit finde, das ist ja das Schöne, wenn du alleine einen Podcast reinsprichst, dann brauchst du wirklich nur noch ein iPhone und dann geht das recht schnell. Ja. Und Reingemacht, ja, da werden wir die traditionelle Weihnachtsfolge wieder aufnehmen, wie seit 8 Jahren immer am Heiligabend, am 24. Also das ist ein besonderes Geschenk an unsere Hörer. Und ansonsten erscheinen diese Podcasts ungefähr alle 14 Tage. Genau. Genau, dann liebe Hörer da draußen, sucht die beiden in dem Podcatcher eurer Wahl oder geht auf deren Internetseite und guckt euch das mal an. Das wäre nett. Und hört rein, ja. Und ich glaube, der Hubs freut sich über Feedback,
zu den beiden Dingern. Also von daher beschenkt den auch mit reichlich Feedback, wenn ihr da mal reingehört habt. Das macht so einen Podcast dann auch immer noch ein bisschen schöner. Dankeschön. Und euch dreien und allen Hörern wünsche ich natürlich schöne Weihnachten. Freut euch an eurem Verein und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Jahr mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Glaub, da wird es einiges geben, über das wir reden können. Vielen Dank, dass du da warst und ja, schöne Feiertage und bis im neuen Jahr. Danke euch auch. Danke euch auch. Tschüss. Ciao. So, Herr Marvin, Ihr Mikrofon hat gerade eben mal kurz angedeutet, es möchte eine Pause haben. Vielleicht ziehst du einmal kurz den Stecker und bist dann auch gleich wieder da. Okay. Während der Herr Basti und ich schon mal überleiten zu den beiden Spielen, die wir noch besprechen müssen, weil wir haben es ja nicht geschafft, zwischen Wolfsburg und Mainz eine Aufnahme zu machen. Von daher haben wir jetzt volles Programm, zwei Spiele, die wir heute besprechen wollen. Bevor wir dazu kommen, nochmal dezent der Hinweis, das ist ja die Endjahresfolge. Und Basti, du hast das schon mal gemacht. Was macht man in so einer Endjahres-Podcast-Folge? Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Trinken wäre das richtige Wort gewesen. Man trinkt. Haben wir das letztes Jahr gemacht? Nee. Nein, aber du warst doch letztes Jahr, war das nicht beim Padercast? Genau. Da war das, ja. Und wir werden jetzt hier nicht trinken, aber ihr, liebe Hörer da draußen, dürft trinken und dementsprechend weise ich jetzt nochmal auf das einzig wahre Eintracht-Podcast-Trinkspiel hin. Ja, also jeder, der den Tag vor dem Heiligabend nicht erleben will, sondern erst wieder am Heiligabend aufwachen will, der möge jetzt bitte das Trinkspiel rauskramen, es könnte jetzt lustig werden. Das ist eine gute Taktik eigentlich, weil dann kommst du nicht in die Gefahr, den Tag vor Weihnachten zu versacken und an Weihnachten am Arsch zu sein. Richtig, und du entgehst diesem ganzen ekligen Stress einen Tag vor Weihnachten, der ist einfach weg, weil du dich sowieso an nichts mehr erinnern wirst. Ich habe das früher manchmal gemacht, ich bin früher manchmal donnerstags extra weggegangen, damit ich am Samstag auch auf dem Geburtstag auftauche, auf dem ich eingeladen bin. Das hieß dann, Donnerstag ist der kleine Samstag. Donnerstag ist der kleine Samstag, hervorragend. Stimmt, kenne ich auch noch. Meine Güte, da waren Geschichten dabei. Ich erinnere mich an Dennis. Also wir sind auch donnerstags immer weggegangen, sind eigentlich meistens auch ein bisschen eskaliert. Das hing halt auch damit zusammen, dass donnerstags relativ viele 1-Euro-Partys in unserer Umgebung waren. Was darin geendet hat, dass Dennis und ich entweder meistens heimgelaufen sind und uns doch ein Taxi geteilt haben. Er musste noch einen Tick weiter. Wir hatten aber meistens mal Unterricht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir Chemieunterricht hatten und der Dennis in der ersten Reihe saß und schade, dass du es jetzt gerade nicht hörst, Dennis, wahrscheinlich wirst du es nachhören. Du wirst dich gut dran erinnern und da hat der Chemielehrer gesagt, Dennis, ich weiß, ich will gar nicht wissen, was du gestern Abend gemacht hast, aber setz dich bitte nach hinten, du stinkst nach Alkohol. Großartig. Mindestens genauso gestunken, um eine wunderbare Überleitung zu schaffen, dürfte uns das Spiel am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg haben, oder? Ja, ich habe eigentlich schon verdrängt, dass wir darüber sprechen müssten. Ich habe gedacht, irgendwie. Wir müssen drüber sprechen. Wir in Wolfsburg mit einer, wie ich fand, desolaten Leistung, mit einem ganz komischen Spielsystem, wo ein Hasebe auf einmal auf rechts spielt, was für mich total irgendwie Banane ist. Ein Vallejo, der das erste Mal richtige Fehler macht und ein Meier, der anstatt einen sicheren Elfmeter zu verwandeln, der eigentlich unter dem Strich auch keiner war, das Ding irgendwie in den fünften Stock prügelt. So, damit hast du das Spiel gut zusammengefasst. Gehen wir zum nächsten Spiel. Danke und willkommen zum nächsten Spiel. Nicht ganz, ich habe den zweiten Elfmeter vergessen, den man hätte geben müssen im Vergleich zum ersten, aber dann nicht gegeben hat. Wo danach sie alle irgendwie danach dann eher über den Schiedsrichter diskutiert haben, anstatt über die unwürdige Leistung der Mannschaft. Will ich gar nicht drüber sprechen, weil ganz ehrlich, wir haben einen Elfmeter bekommen, dass wir den ersten nicht reinmachen. Das ist pure Dämlichkeit, dass du zwei relativ kurz ineinander bekommst, ist unwahrscheinlich. Also da muss sich wirklich Alex Meyer an die eigenen Hase fassen, den muss er normalerweise verwandeln. Das war aber auch ein Spiel, das muss man mal ganz klar mal so sagen, der hat die Eintracht auch wirklich nicht viel verdient. Da auch Wolfsburg war nicht gut, aber die Eintracht war an dem Tag einfach nicht präsent. Und hat nicht gezeigt, dass sie in dieser Hinserie bislang relativ tolle Spiele abgeliefert hat. Das war ein Tiefpunkt. Und dann ist halt jemand wie Vallejo, der normalerweise immer gute Spiele macht, da sein erstes wirklich schwaches Spiel in dieser Saison. Und dann passiert halt, dass er Bruma irgendwie laufen lässt, der halt den Kopfball einspeist. Was willst du da machen? Da ist es nicht gut gelaufen. Aber wie gesagt, ich ärgere mich ein bisschen. Ein Punkt hätte man mitnehmen können. Macht mich schon ein bisschen. Dann wäre der Bart ab gewesen. Ja, dann wäre der Bart ab gewesen. Ja, vielleicht ist er so. Ja, froh, dass der Alex Meyer. Du meinst, er hat es nur für unseren Marvin getan? Nee, aber es war irgendwie. Es war der Wurm drin, ganz anders. Ja, das Problem war, dass man ja eigentlich mit dieser Art von Spiel schon viel früher gerechnet hätte. Das ist richtig. Davor habe ich schon. Ich habe gedacht, dieser Downer kommt irgendwann, der ist auch ganz normal.
Den haben sogar Mannschaften drin, die da eine gute Hinrunde spielen. Aber ich muss sagen, mich hat es dann, als es soweit war, extrem geärgert. Also mich hat es extrem geärgert, weil es so passiert ist und mit gegen diese Mannschaft ging, die ich sowieso jetzt nicht so sympathisch finde, die finde ich eher abstoßend. Und dann spielen die auch noch so schlecht. Und dann nach einer Standardsituation, wo du dann denkst, boah Leute, die Eintracht hat sich dann da irgendwie so ein bisschen anstecken lassen. Die Eintracht hat auch nicht gut gespielt. Es war ein grauenhaftes Spiel. Oh ja. Und nichtsdestotrotz hätte die Eintracht das Ding ja eigentlich noch gewinnen können sogar. Elfmeter und dann diese Riesenchance noch. Hm. Ja, stimmt, das Ding da kurz vor Ende, wo, wer war es, den Ball nochmal quer spielt? Fabian. Ja, Fabian. Also Fabian war derjenige, der geschossen hat. Ja, ja, genau. Der quergespielt war, glaube ich, von Otschipka, ne? Kann das sein? Ja, kann sein. Ja. Weiß ich doch nicht. Ja. Auf jeden Fall ist ja, mich hat es dann echt extrem geärgert, weil du dann gedacht hast, na, ich hatte dann nach dem Spiel so ein bisschen Angst vor dem Mainz-Spiel, weil ich gedacht habe, nicht, dass wir jetzt uns diesen geilen, positiven Eindruck so ein bisschen verhunzen, weil wir so in die Winterpause gehen. Mhm. Aber wie wir dann alle gesehen haben, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber alle wissen es ja, dann hat die Eintracht das echt, ja, die hat sich im Endeffekt das Glück zurückgeholt, weil die gegen Mainz unbedingt, ich fand die Eintracht gar nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Nee, weil die Eintracht hätte auch gegen Mainz theoretisch gesehen 3-4-1 zurückliegen können, wenn wir nicht so einen überragenden Torwart hatten. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es egal, weil daran wird keiner mehr denken jetzt im Winter. Das wird jetzt vielleicht noch einen Tag nachhallen, dass da so ein bisschen Sand noch im Getriebe war und dass die Spieler auch auf dem Zahnfleisch in die Winterpause gegangen sind. Aber jetzt haben wir das mit einem perfekten Ergebnis, sind wir in die Rückrunde. Deswegen kann ich jetzt im Nachklang den Ausrutscher in Wolfsburg auch mit einer kleineren Gelassenheit sehen, auch wenn ich mich, also als es aktuell war, sehr, sehr, sehr geärgert habe. Hm. Ja. Ich bin jetzt auch wesentlich relaxter. Also nach dem gestrigen Spiel, ich würde sagen, wir handeln damit jetzt Wolfsburg auch ab. Ja, aber das gestrige Spiel, das vorgestrige Spiel, das war wirklich schon so, dass ich sagen muss, dass der Basti komplett recht hatte, denn die Eintracht war okay, aber nicht so herausragend. Ja, gerade in der ersten Halbzeit eigentlich nicht. Also jetzt mal von dem Tor von Regota abgesehen, was schon irgendwie nett rausgespielt war, wenn man mal sieht, diesen langen Pass von Abraham, und Regota startet halt einfach genau im richtigen Moment und macht das absolut abgezockt, wie er das Ding da irgendwie reindrückt. Aber ansonsten, das war auch so der einzige, wie ich fand, Lichtblick irgendwie in der ersten Halbzeit. Die Mainzer haben verdammt viel Druck gemacht und wir haben echt nur davon profitiert, dass Radetzky diese spinnenartigen Reflexe, muss man jetzt sagen, weil der liebe Sky-Kommentator ihn mehrmals als Spider-Man von Main bezeichnet hat, was ich grauenhaft fand, aber nun gut. Ich glaube, ohne das wäre da so manches Ding irgendwie reingegangen. Genau, jetzt bist du mir ja schon schön reingekritscht, genau das wollte ich nämlich auch sagen. Kein Problem, Radetzky war halt der Spieler des Spiels, also mit der Spieler des Spiels, der das geprägt hat, und es waren halt einfach sehr, sehr viele sehr positive Einzelaktionen, die uns dazu geführt haben, dass wir auch dann im Endeffekt sogar relativ hoch gewonnen haben. Aber Radetzky war gerade auch in der ersten Halbzeit, aber Teile der zweiten halt einfach herausragend mit seinen Paraden. Und der Junge hat nicht umsonst eine ziemlich weiße Weste, ich glaube 7-mal schon zu 0 gespielt. Wir haben insgesamt, das darf man gar nicht vernachlässigen, 12 Gegentore kassiert nur in 16 Spielen. Wahnsinn. Das ist die zweitbeste Abwehr nach den Bayern. So, und jetzt kommt ihr. Ja, und da zählt ja nicht nur Radetzky dazu, sondern da muss man ja auch die Leute davor mit bedenken. Ein Abraham, ein Vallejo, ein Hasebe, der den Job als Libero wiederentdeckt hat. Ein Otschipka und ein Schändler, die halt nicht nur offensiv unterwegs sind, sondern auch in der Defensive. Also das ganze Konstrukt passt halt einfach. Und man muss aber auch dazu sagen, in dem Spiel vorgestern, wir hatten auch einfach glückliche Momente, weil so sehr wir Radetzky loben, da waren auch so ein paar Dinger dabei, die in anderen Situationen vielleicht irgendwie mal reingegangen wären. Das Ding, was ihm da aus den Händen rutscht und dann nur gegen den Pfosten kullert, den Abwurf, den er quasi ja direkt auf den Mainzer Stürmer wirft, der mit dem Ding da nichts anfangen kann. Also da war halt auch ein bisschen Glück mit dabei, ja. Ja, so ein paar Szenen. Ja, aber ich würde es gar nicht so ein bisschen relativieren, weil Radetzky ist schon ein besonderer Torwart. Ja, das aber was bei Radetzky auffällig ist, der vereitelt viele hundertprozentige Chancen, finde ich. Also das ist nicht so, dass du sagst, ja, das ist ein solider Torhüter. Bei ihm sticht es schon heraus, dass er gerade, obwohl er so schmächtig ist, in 1-gegen-1-Situation brutal irgendwie stark ist, finde ich. Also der wirkt nicht so bullig, wie als wenn neu auf dich zuläuft, aber trotzdem hast du bei ihm das Gefühl, der holt für die Eintracht in letzter Zeit echt viele Dinge raus, wo du sagst, okay, wenn der jetzt reingegangen wäre, wäre das Spiel gekippt. Hm. Und das ist gar nicht, das kannst du ja nicht bemessen, weil das Spiel ja nicht im Konjunktiv stattfindet, aber trotzdem kann man es so erahnen,
dass viele Dinge, wo du sagst, wenn jetzt hier das 1-0 für die anderen fällt oder das 1-1, dann wird das Spiel ein anderes. Und das ist schon was er verhindert. Und das finde ich, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Hm. Zumal alle Angst hatten, dass Trapp weggeht und wir holen einen, der nur einen Bruchteil von dem gekostet hat. Und ich finde ihn mittlerweile sogar besser als Trapp, wenn ich das jetzt mal so deutlich sagen kann, ehrlich gesagt, weil der ist brutal gut. Und ich finde, der gehört fast jetzt schon zu den Top 3, 4, 5 Torhütern in der Bundesliga. Ja, wenn du mal guckst, also es gibt nur einen Torwart, der mehr Spiele zu Null gemacht hat und das ist zwangsläufigerweise logisch, Manuel Neuer. Und dann kommt schon auf Platz 2 Lukas Radetzky. Ne? Also das will halt auch schon was heißen. Ja, und es ist im Endeffekt nicht zu unterschätzen, die Defensive, der Marvin hat es gesagt, 12 Gegentore. Da kann man sich dann über solche Tore wie von Barkok freuen, aber also diese Abwehr ist schon so, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade haben. Weil du auch viele Spiele dann irgendwie knapp gewinnen kannst. Und wenn du dich die ganze Zeit konzentrierst, brennt da nichts an. Und die Eintracht, die hat momentan echt so eine gute Mischung. Und dass jetzt dieser Sand ins Getriebe gegen Winter kommt, hatten wir in den vergangenen Jahren auch immer eigentlich. Nur da haben wir verloren. Und wenn die Eintracht so Spiele wie gegen Mainz auch gewinnt, das ist auch eine Form von Qualität. Ja. Weil die Eintracht, die frühere Eintracht, hätte sich vielleicht davon, dass sie merkt, dass sie nicht so gut im Spiel ist, davon vielleicht sogar entmutigen lassen. Die Mannschaft merkt, okay, shit, heute läuft es nicht so gut. Egal, wir können es trotzdem gewinnen. Und da kommt so ein junger, frecher Typ rein, der echt ein geiles Tor macht. Und dann auch noch, was ich noch cooler fand, war, dass er den Ball auch noch zur Seite gelegt hat beim 3-0. Das fand ich noch viel wichtiger als dieses Solo. Ja. Und ja, und so gewinnst du dann so ein Spiel, wo du am Ende denkst, okay, eigentlich hätte es vielleicht auch unentschieden ausgehen können. Und das sind genau diese, das sind die viel wichtigeren Spiele, als wenn du sowieso gut spielst und gewinnst, weil das ist ja dann viel wahrscheinlicher. Also das finde ich, ist auch eine Art von Qualität und ich bin froh, dass die Eintracht gegen Ende jetzt noch gezeigt hat, gerade nach diesem Wolfsburg-Spiel. Auf jeden Fall, und es war halt ein richtig geiler Abschluss. Es war ein herausragender Abschluss dieses Jahres 2016, was am Anfang unglaublich viele Tiefen, aber am Ende, gerade als Kovac kam und wir irgendwie auch Team Kovac, sage ich mal, beschwört haben, ja, war das ja ein wirklich herausragend gutes Jahr dann für die Eintracht. Ja. Und mit diesem Abschluss gegen die rivalisierenden Mainzer hier 3 Punkte, 3 Tore, das ist herausragend. Gut, dass du es übrigens mit Barkok ansprichst, da muss man natürlich sagen, die beiden Sachen, also sowohl das Tor war klasse, aber natürlich, wie du es gesagt hast, dass er das Ding auch herausragend herausspielt und du eigentlich nicht das Gefühl hast, als hätte er hier weiche Knie. Der macht das, der hat so, als ich ohne Scheiß, da habe ich echt gedacht, meine Güte, der ist aber abgezockt. Also und hat ein herausragendes Spiel nach seiner Einwechslung gemacht. Ich war unfassbar begeistert. Ist tatsächlich so. Also es ist auch, wenn Marvin sagt, es ist einfach der perfekte Abschluss, da kannst du dann auch ignorieren, dass es so ein bisschen schlechter war als die Spiele davor und du kannst dich im Winter neu sammeln. Die Eintracht ist tatsächlich Vierter, Leute. Das ist unfassbar eigentlich, wenn man sich das mal irgendwie vor Augen führt. Und wenn wir jetzt ein paar ruhige Weihnachtstage zwischen den Jahren haben, musst du dir echt mal überlegen, dass die Eintracht Vierter geworden ist jetzt in der Hinrunde. Und das ist nicht irgendwie nach 5 Spielen, nach 6 Spielen, nach 8 Spielen, sondern die Eintracht ist nach der Hinrunde quasi 4. Platz. Das ist, kann man gar nicht hoch genug messen. Wenn du weißt, woran man das auch so ein bisschen merkt, ist zum Beispiel der Hubs war jetzt eben bei uns. Der vergleicht uns mit Gladbach. Und das zeigt so ein bisschen, wie auch sich auch die Außenwahrnehmung von Eintracht verändert hat. Da ist keiner, der sagt, ihr seid wie Augsburg oder ihr seid wie Mainz, die ab und zu mal da hochrutschen. Nein, hat uns mit Gladbach verglichen, hat gesagt, ey, ihr seid ein geiler Verein und jetzt scheint alles ein bisschen stabiler zu sein. So ganz diesen Vergleich würde ich noch gar nicht anstellen wollen. Ich wollte nur damit aufzeigen, dass es gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, was die Eintracht in dieser Hinrunde gemacht hat, die nicht davon profitiert, dass die Bundesliga so schlecht ist wie in den vergangenen 2 Jahren, wo du denkst, da ist so ein Schneckenrennen, sondern da sind Teams wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie Köln, wie Bayern, die auch eine gute Saison spielen, wie die Hertha. Das ist nicht so, dass du sagst, die Eintracht wurde nach oben gespielt, weil der Rest irgendwie struggelt. Klar gibt es welche wie Schalke und Leverkusen, die strugglen, aber es gibt auch 4, 5 gute Teams da oben und mit denen haben wir uns auch gemessen und gegen die haben wir auch nicht verloren. Ja, gerade Hoffenheim, wenn du überlegst, die immer noch ohne Niederlage. Überleg mal, wie wir Deppen verloren haben. Eigentlich müssen uns das schon wieder aufregen. Wir haben gegen Wolfsburg, Freiburg und Darmstadt verloren. Ja. Die Eintracht wäre wahrscheinlich Erster jetzt. Ich will es gar nicht so weit. Nee, ich will aber gar nicht nachdenken. Aber Darmstadt regt mich immer noch auf. Ist halt so. Ja, das ist wirklich so. Also gegen Darmstadt. Meyer, ja.
Gerade gegen Darmstadt hättest du einfach drei, weil die auch nicht gut waren. Die haben einen scheiß Sonntagsschuss reingekleppert. Weißt du, dass Wolfsburg du gegen Freiburg, gegen Freiburg verlierst? Okay. Freiburg ist die einzige Niederlage, wo du sagst, ja, okay, die, die spielen auch, das darf man auch nicht vergessen, die spielen auch eine gute Saison eigentlich. Ja, die sind ja auch Platz 8, also von daher. Das kann man dann auf Platz 8, meine Güte. Ja. Aber ja, ich will auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht hier. Nein, aber gut, andererseits ist es gut. Andererseits ist es auch ein bisschen gut, ein bisschen ehrgeizig zu sein, auch wenn wir damit leider gar nichts zu tun haben. Ja? Also kann man. Ja, aber was so ein bisschen Mut macht, was mir letztens wieder eingefallen ist, die Eintracht hatte ja auch zwei Auswärtsspiele hintereinander. Das heißt, wir spielen dann in der Rückrunde auch aber zweimal zu Hause dann hintereinander gegen Hamburg und Gladbach zu Hause. Ja. Die in der aktuellen Verfassung könntest du die gewinnen. Und das ist genau die Zeit, glaube ich, wo sich dann tatsächlich entscheidet, ob du dich wirklich nochmal in einem oberen Tabellendrittel festsetzen kannst, ehrlich gesagt. Das finde ich gar nicht so schlimm. Auch weil jetzt viele gesagt haben, die Eintracht spielt in der Rückrunde bei allen Top-Mannschaften, die wir zu Hause hatten, jetzt auswärts und es wird dann viel, viel schwerer. Weiß ich gar nicht, weil du dann auch gleichzeitig aber auch dann Spiele zu Hause hast, die du gewinnen kannst. Also ich weiß, Problem ist, Leute, ich gib's offen zu, dass ich eigentlich tatsächlich mir mittlerweile sogar vorstellen kann, dass die Eintracht in den Europapokal kommt. Und das es freut und fuckt mich gleichzeitig ab. Weil jetzt hat man ja wieder trotzdem ein bisschen emotional was zu verlieren auch. Tja, das ist genau der Punkt. Also ich halte mich ehrlich gesagt immer noch daran fest, dass es nur noch 11 Punkte zum Klassenhalt sind. auch wenn ich wahrscheinlich irgendwie dafür schon gebasht werde, aber es ist echt für mich immer noch, wir haben jetzt 29 Punkte und 11 Punkte, die brauchen wir noch und dann ist der Klassenhalt sicher und dann schauen wir echt mal weiter. Also ich will mich noch gar nicht so festlegen, so das mit Europa, weil du weißt, was noch passiert. Jetzt hat auch Gladbach den Trainer gewechselt, auch wenn die Trainer neu installieren oder du weißt, was ich meine, irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist mit Hacking, aber da wird unten noch ein bisschen aussortiert. Ich weiß nicht, die werden sich auch nochmal neu positionieren, wer weiß, wie Leverkusen nochmal nachholt, vielleicht Schalke auch nochmal den einen oder anderen und dann wird es auch für uns ein bisschen schwieriger, aber wir haben eine herausragende Ausgangslage und mit wie vielen Punkten sind wir denn im Europacup definitiv? Ich glaube, mit 60 bist du definitiv drin, ne? Ja, 60, glaube sogar, vielleicht reichen sogar 80. Ich weiß nicht, ob wir wirklich 60. Das kommt halt immer drauf an, wie sich das jetzt, ob sich das so. Ob, ja. Was meiner Meinung nach noch dazu kommt, ist, dass die Teams oben teilweise jetzt auch, ich weiß nicht, ob die genauso viele Punkte holen wie vorher, weil dann manchmal bei diesen Abstiegskandidaten kommen ja dann mehr Punkte dazu. Es gibt ja oft Teams, die haben dann bis zum Winter 10 Punkte und die haben dann am Ende der Saison plötzlich so 28 oder so. Das heißt, diese Punkteverteilung, die wird sich so ein bisschen mehr relativieren, dass die Punkte nicht alle oben landen. Und da wird es dann drauf ankommen, genau was der Marvin gesagt hat, wer von denen da unten wirklich noch eine brutale Serie startet. Wer quasi noch da, ich rechne damit, dass einer von denen, die mit uns sind, auch noch einbricht. Einer, vielleicht sind es auch wir, es kann auch sein, aber sagen wir, es passiert nicht. Bricht einer von denen ein und von unten kommt einer hoch. Dann wären wir immer wen würdest du denn da sehen, der da jetzt einbricht? Ich glaube, dass die Hertha langsam einbricht, ehrlich gesagt. Das kann ich mir auch vorstellen. Ah, Hertha auf jeden Fall. Ich glaube, Hertha und bei Hoffenheim muss man auch abwarten, wie die das, und bei uns muss man auch abwarten, beim FC Köln auch. Gut, aber wenn es gesagt hat, Gladbach, Schalke, Leverkusen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir mittlerweile, ich glaube, wie viele Punkte Vorsprung haben wir vor Schalke? Sind 12? 11. 11, ja, aber das ist schon viel. Das ist schon viel und da könnte die Eintracht könnte quasi eine normale Rückrunde mit 20 Punkten spielen und Schalke vielleicht so eine gute wie wir, jetzt hätten die uns immer noch nicht überholt. Zumal wir ja auch relativ früh gegen Schalke spielen, wir fangen ja im neuen Jahr an mit dem 17. Spieltag, also eigentlich formal dem offiziell letzten Spiel der Hinrunde gegen Leipzig und dann haben wir ja direkt danach an dem Freitag, also ist der Samstag der 21., direkt danach an dem Freitag dann Schalke und danach an dem Sonntag dann Darmstadt. Also nur mal ganz kurz. Ich fange schon wieder an zu rechnen, lass mich jetzt in Ruhe. Also ich will auch nicht rechnen großartig, ich wollte nur sagen, also mit 53 bist du eigentlich fast immer im Europacup. Ne? Genau, also so Richtung, wenn du auf 60 gehst, dann bist du schon eigentlich Qualifikation Champions League. Was sind das? Das hast du auch schon mal geschafft. Also müsstest du theoretisch, wenn du dir jetzt anguckst, wie die Mannschaft. Ja, fangen wir nicht an. Eine Frage muss ich noch stellen. Sehr gerne. Ist das jetzt nochmal mit dem, wenn die der DFB-Pokalsieger aus den ersten sechs kommt, dann kommt der siebte auch noch in den Europapokal, oder? War das ist es immer jetzt so, oder? Der Finalist kommt nie mehr rein.
Es kommt nur noch der Sieger rein. Das heißt, wenn einer aus den ersten sieben den DFB-Pokal, aus den ersten sechs den DFB-Pokal gewinnt, dann wären wir als Siebter auch noch drin, richtig? War da nicht die Geschichte, dass sich das irgendwie wegen der 5-Jahres-Länderwertung wir sowieso irgendwie einen Platz mehr ab dieser Saison haben, weil wir irgendwie in dieser 5-Jahres-Wertung irgendwie eine Stufe hoch sind? Es ist immer noch die ersten sechs, so wie ich das verstanden habe. Ich habe jetzt nur, was ich denke, was sich verändert hat, ist, dass der Finalist vom DFB-Pokal nicht mehr reinkommt. Nee, der Finalist auf gar keinen Fall mehr. Der kommt nicht mehr, das hat sich ja geändert vor 1-2 Jahren. Genau, also der Finalist kommt auf gar keinen Fall mehr hin. Hast du Pech gehabt. Okay, das heißt auf jeden Fall, wenn jetzt sagen wir, wie Bayern gewinnen den DFB-Pokal, da kommt der Siebte auch noch. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich durchaus für realistisch halte, Siebter zu werden. Weil ich dann nicht mehr, ich sehe dann nicht mehr so, dass sie einfach von allen überholt wird. Zumal, wie ich gesagt habe, die Absteiger noch ein bisschen mehr Punkten werden und die auch alle untereinander spielen. Das ist ja jetzt die ganze Zeit so da unten. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich 4 Mannschaften gleichzeitig 10 Punkte auf die Eintracht aufholen. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die Eintracht das einigermaßen kompensieren kann und vielleicht tatsächlich nochmal 24 Punkte oder so holt. Also du hast aber vollkommen recht. Der Siebte würde dann dementsprechend nachrücken. Ne? Ja, dann... Mhm. Das ist zum Beispiel ein Ziel, wo ich sagen würde, das ist mittlerweile realistisch. Ja, es ist alles nicht gut. Das macht mich wahnsinnig. Ja, das wäre einfach so geil. Aber das Gute ist, ohne Spaß, lasst uns echt mal erstmal die 40 anpeilen und wenn wir die relativ früh haben, dann schauen wir weiter, weil dann ist wirklich noch was möglich. Du hast es auch vorhin durchaus richtig gesagt, natürlich haben wir die ganzen Tough Cookies auswärts, aber wer sagt, dass es für uns ein Drama ist, gegen die auswärts zu spielen, wenn die das Spiel machen müssen und wenn wir ganz krass dagegen gehen und die vielleicht nicht in der optimalen Topform sind, kann sich das auch schnell zu unserem Vorteil entwickeln. Was du halt sehen musst, in dieser Hinrunde haben wir halt bisher eine herausragend geile Heimbilanz. Also zu Hause sind wir wieder eine Festung und das ist auch schon mal etwas, da kann man sich auch mal irgendwie auf die Schulter klopfen und das ist auch für die Zuschauer, die wissen, wenn die Eintracht zu Hause spielt, dann ist die nicht so leicht zu schlagen. Also ich habe mir das gerade eben nochmal angeguckt, es gibt wahnsinnig viele Konstellationen, wer wie wann in die UEFA Europa League kommt und ich würde jetzt mal grob schätzen, in 60-70% der Fälle ist der Tabellensiebte immer noch irgendwie mit in der Quali. Ja, wie ich ja gerade gesagt habe. Ja. Mhm. Ich packe einen Link dazu von der DFB einfach mal in die Shownotes, dann kann das da jeder nochmal nachlesen. Ja. Bevor der Herr Basti gleich weg muss, vielleicht einmal kurz die Rückbetrachtung der Hinserie, jetzt nicht nur auf die Eintracht bezogen, sondern vielleicht mal so auf die ganze Bundesliga, wie sie sich gerade eben darstellt. Was hat euch denn da besonders überrascht im positiven wie auch im negativen Sinne? Ja, da ich gleich weg muss, fange ich jetzt einfach mal. Natürlich. An. Ich muss sagen, ja gut, aber das ist schwer eigentlich jetzt nicht über die Eintracht darüber mit da zu sprechen, weil das eigentlich so die positivste Überraschung ist. Eintracht. Wir sind ja ist ja auch bundesweit die positivste Überraschung. Das ist ja nicht nur in unseren Augen so, glaube ich. Ich glaube, man kann schon davon reden, dass die Eintracht wenn man immer so schön von der Überraschung und die Überraschung spricht, dann ist das wirklich die Eintracht. Und das hätte ich im Leben nicht erträumt. Also wir haben gesagt, dass von Platz 6 bis 16 alles drin ist, aber dass es so Form annimmt, hätte ich selber nicht gedacht. Du hast gesagt, dass von Platz 6 bis Platz 16 alles drin ist. Und du hast damit falsch gelegen, wir sind aktuell Vierter. Ja, siehst du, falsche Aussagen haben wir getroffen. Ja, Mann, ey. Keine Ahnung. Lügen-Podcast. Nee, aber wenn ich mir überlege, aber mir fällt trotzdem immer wieder diese Folge ein, die der Marvin nicht in der Zentrale gemacht haben. Da haben wir ja genau darüber gesprochen, das war, glaube ich, die Zeit, wo wir gesagt haben, was ist drin, was geht und wie, bla bla bla. Da haben wir ja dafür schon echt Kritik geerntet, dass wir gesagt haben, was denkt ihr denn, dass ihr einfach 6 wird, seid ihr blöd. Und im Endeffekt hätten wir uns ja auch vorstellen können, dass er 16 der wird nach der Saison. Oder beziehungsweise haben wir gedacht, dass Kovac uns vielleicht hoffentlich eine stressfreie Saison besorgt. Dass wir jetzt Vierter sind, hat uns alle, glaube ich, so ein bisschen überrumpelt. Es hat bei mir durch diese Relegation ziemlich lange gedauert, bis ich das auch emotional zulassen konnte, mich darüber zu freuen, weil ich immer wieder eigentlich nur Angst hatte, dass das nächste Woche schon wieder einbricht. Also es war so ein bisschen blöd von mir auch, das gar nicht genießen zu können, weil ich immer wieder, ich habe dann gedacht, ach komm, jetzt fahren wir nach Ingolstadt, da verliert die Eintracht eh wieder. Dann hat die Eintracht da in Bremen da auch einmal das 1-0 gesehen, da habe ich gesagt, ja, okay, war klar, dass es jetzt passiert. Dann drehen die das Ding.
Du hast so viele Momente gehabt, wo du gedacht hast, ja okay, weil du das halt als Eintracht-Fan kanntest, hast du gedacht, ja okay, jetzt ist so ein Tor gefallen und jetzt ist das und das passiert. Jetzt ist wieder alles normal, die SGE ist wieder da. Das war nach Wolfsburg auch so. Ja, und was passiert? Die Eintracht gewinnt 3-0 jetzt gegen Mainz. Und das ist was Neues, finde ich. Das ist so, oh, dann hat man dann irgendwann angefangen, es zuzulassen und jetzt kann man es auch nicht mehr wegdiskutieren, dass die Eintracht echt verdient dort steht auch. Und nicht mit Glück, weil jetzt irgendwie die Konstellation glücklich war, sondern das ist hochverdient. Auch wie die Mannschaft sich präsentiert und alle, das ganze Umfeld, da muss ich trotzdem einfach noch mal meinen Respekt bekunden. Mhm. Wenn ich jetzt über die ganze Bundesliga nämlich nachdenke, muss ich sagen, dass das gar nicht so spektakulär war, die Hinrunde, meiner Meinung nach. Der FC Köln hat mich überrascht, die fand ich super, das freut mich auch, weil es auch ein Verein ist, den ich cool finde. Ja. Ich fand's sehr krass, dass der HSV so abgekackt ist. Das hätte ich nicht gedacht. Die haben sich jetzt zwar wieder gefangen, aber wenn man jetzt die ganze Hinrunde betrachtet, war das ja am Anfang schon brutal schlecht. Dann hattest du das erwartbare Szenario, dass ein Darmstadt so abschmiert. Das hätte ich komplett so erwartet. Hm. Was mich auch gefreut hat, dass Wolfsburg so abgeschmiert ist. Was ja, ich nicht erwartet und hätte, Gladbach, der Schalke. Gladbach finde ich so ein bisschen. Gladbach habe ich so immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, Gladbach hatte ich immer so ein bisschen trotzdem noch latent die Vermutung, dass irgendwann sowas passiert, weil ich auch selbst als er diese ganzen Spiele gewonnen hat, diesen Trainer trotzdem nicht getraut hat. Und der Marvin und ich haben das, glaube ich, schon ziemlich früh gesagt. Also das war schon, da war Schubert noch sehr erfolgreich. Da haben wir auch in einem Nebensatz mal über Schubert gesprochen und da haben wir irgendwie gesagt, na, wer weiß, irgendwie kommt, ist der uns nicht geheuer. Deswegen überrascht mich bei denen jetzt nicht so krass. Leverkusen ja, hat mich ehrlich gesagt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie da viel früher eingreifen und diesen Schritt zum Trainerwechsel machen. Ich fand, sie haben da sehr lange mit gewartet. Das hätte man auch irgendwie dann, als es soweit war, dann doch irgendwie schneller handeln können. Von daher hat es mich schon so ein bisschen unterm Strich nachher überrascht, weil ich sie auch nicht so schlecht am Anfang gesehen hätte. Was mich überrascht hat, ist, wen die jetzt holen, wo ich mir gedacht habe, Leute. Ja, sehe ich genau. Ja. Da wäre ich als Gladbach-Fan, wäre ich irgendwie vielleicht doch froh, dass er jetzt weg ist. Dann kommt diese Hacking um die Ecke. Kommst du vom Regen in die Traufe. Ja. Jetzt ganz ehrlich. Ne? Du bist die ganze Zeit Favre gewöhnt und hast so, wo du ein Gefühl hast, da kommt einer, der irgendwie da alles tüftelt und hat es gut gemacht. Und dann kommt jetzt Hacking. Ich will es am Hacking gar nicht böse. Das passt einfach nicht. Es ist keine Konstellation, die für mich im Kopf passt. Aber gut, das muss der Hacking wäre einer gewesen, wo ich gedacht hätte, der würde gut zu Bruchhagen passen. Wenn Bruchhagen jetzt Hacking zum HSV holen würde, würde ich sagen, ja gut, das passt. Der wird die auf jeden Fall sicher in der Klasse halten. Keine Ahnung. Ansonsten muss man sagen, über Leipzig will ich gar nicht viele Worte verlieren. Das habe ich so ein bisschen einfach ignoriert, um mich nicht zu sehr aufzuregen. Bayern fand ich auch in Ordnung. Da habe ich mich eher gewundert, wie die quasi in so ein Loch gefallen sind, weil die plötzlich sehen, dass nicht jede Mannschaft so spielt wie unter Guardiola, obwohl die ja trotzdem noch nicht so schlecht spielen. Also das fand ich ein bisschen amüsant. Ja, und ansonsten hast du halt trotzdem Mannschaften wie Hoffenheim oben. Das begeistert mich jetzt auch nicht unbedingt. Bei der Hertha hätte ich es auch nicht gedacht. Ich hatte Hertha vor der Saison wieder, habe gedacht, die kacken total wieder ab. Und ansonsten, Hertha ist echt krass, wie die sich wieder gefangen haben. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Ich hätte niemals wieder auf der 3 geschätzt. Also ich meine, natürlich ist jetzt eine Kinnserie und so, dass die so stark sind. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also das war echt Verwunderung, weil ich gedacht habe, die haben ja auch viel mit, die hatten auch viel Spielglück und haben viele Spiele knapp gewonnen. Ich habe gedacht, das wird sich jetzt so im Mittelfeld einpendeln. Da muss man auch da Respekt zollen. Ich finde, er macht sehr gute Arbeit dort, weil er jetzt auch nicht die Überspiele hat, muss ich sagen. Ich sehe es auch so. Also das hängt auch wirklich maßgeblich wahrscheinlich mit Dardai zusammen. Das ist wirklich eine positive Überraschung. Und auch wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl ich es nicht mag, Nagelsmann muss man ja, auch. Ja doch, irgendwo. Ist leider ein guter Trainer. Ja. Ist auch, ist der ein macht guter super. Trainer, der weiß, wie der Hase läuft. Ja. Und das Potenzial ist natürlich bei Hoffenheim da. Aber im Vergleich zu den letzten Jahren, also oder vor, was weiß ich, zu Beginn der Bundesliga-Zeit, sind es auch nicht mehr so die ganz großen Namen. Oder siehst du das anders? Nö, die zahlen natürlich schon auf ein höheren Niveau, als sie, glaube ich, nach außen zugeben, aber das ist trotzdem jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, die müssen dort stehen. Also da kann man schon sagen, dass da hat der Trainer gute Arbeit geleistet. Das ist weit weg davon, dass ich sagen würde, die kaufen sich das zusammen. Ja, genau. Und du hast halt, ich meine, du hast natürlich Leute, die halt aber auch wirklich sich nochmal perfekt entwickelt haben, wie Süle, ne? Das ist natürlich ein herausragender Fußball. Das kannst du, glaube ich, dort auch dann ganz gut wahrscheinlich. Also wenn du professionelle Bedingungen hast. Also ich würde als Spieler tatsächlich, glaube ich, dann eher nach Hoffenheim gehen als nach Wolfsburg zum Beispiel, weil ich denken würde, gut, das ist jetzt zwar auch nicht hier die tollste Kirmes und das macht riesen Spaß hier und da kommen 5 Auswärtsfans mit.
aber ich hätte zumindest das Gefühl, dass die Bedingungen dort professionell sind, in denen ich mich entwickeln kann, anders als zum Beispiel in Wolfsburg. Da hast du wahrscheinlich auch professionelle Bedingungen, aber da hattest du einen Trainer, wo ich sagen würde, das ist, glaube ich, nicht der mich jetzt irgendwie weiterentwickelt. Deswegen siehst du ja bei Hoffenheim einige Spieler, wo du sagst, okay, da wenn man alles ausblendet und es nur fußballisch betrachtet, muss man vor denen Respekt haben. Da die arbeiten, ja, der Rosen macht auch einen unaufgeregten guten Job. Ja. Da hörst du nichts Schlimmes. Der Trainer stellt die Mannschaft auch gut ein. Das hat er ja direkt gemacht, als er kam. Da hatten wir damals, als sie gegen die im Abstiegskampf gesteckt haben, haben wir ja noch Angst gehabt, haben gesagt, oh, Hoffenheim verliert zwar weiter, aber der Nagelsmann lässt schon einen guten Fußball spielen. Da hat man das ja schon so ein bisschen erahnen können. Und jetzt hat er das so mit ein bisschen Ruhe auch gemacht. Also Hoffenheim und Frankfurt haben sich gut aus diesem Abstiegskram rausgearbeitet, muss man sagen. Sowohl Kovac als auch Nagelsmann. Ja. Naja, Männer, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genau, Herr Basti abschiedet sich damit in den Weihnachtsurlaub. Ich wollte es gerade sagen, falls wir uns jetzt hier sendungsintern auch nicht mehr, wünsche ich euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Es war mir ein Fest mit euch dieses Jahr. Es war sehr ereignisreich. Wir haben die Relegation mitgemacht, der Marvin und ich, und live zusammen. Und jetzt werden wir irgendwie mit der Rückrunde belohnt. Also der Podcast hat auch super Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Hörer. Ich wünsche jedem einen guten Rutsch. Treibt es nicht so wild wie ich, gell? Tut das, was Basti auch tun würde. Genau. Und passt auf euch auf. Und ich würde dann sagen, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Und dann, ich sage es jetzt trotzdem noch einmal, dann geht's ab Richtung Europacup. Komm, Männer. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja gut, dann haben wir noch drei Kategorien vor uns, lieber Marvin, die wir jetzt alleine durchstehen müssen. Aktuelles Dummschwätzer und die Empfehlung. Und ich würde sagen, wir machen ganz strukturiert weiter mit dem Thema Aktuelles. Es gibt Freudiges zu vermelden. Der Herr Hasebe bleibt bis zum Sommer 2018 und der Herr Chandler bis zum Sommer 2020, zumindest auf dem Papier. Ob die tatsächlich dann bleiben oder zwischendrin veräußert werden, das veräußert klingt irgendwie so ein bisschen komisch, wenn man über Menschen redet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also, aber das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, wir hatten es ja auch schon angesprochen, Chandler spielt die Saison seines Lebens. Da sollte man vielleicht halt auch einfach ein Preisschild dranhängen, solange das noch so ist. Von daher ist das für mich jetzt auch so ein bisschen schön und eine gute Aussage und eine gute Botschaft, die da vermittelt wird. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, dass zum Beispiel ein Chandler dann bis 2020 dann irgendwie tatsächlich bei uns spielt. Nö, glaube ich auch nicht, aber du hast dir jetzt halt eine gute Ausgangslage geschaffen, weil es ist ja durchaus möglich, dass im Winter jetzt jemand kommt und sagt, wir brauchen einen genau vom Typ Chandler. Chandler war ja auch schon mal bei der AS Roma im Gespräch. Also und wenn die oder andere Vereine ähnlichen Kalibers ankommen, dann können wir darauf pochen und können sagen, wir haben aber hier einen Vertrag, gibt uns die Chance, relativ viel Geld zu verdienen, beziehungsweise eine relativ hohe Ablöse zu verlangen. Und ich denke, da sind wir einfach in einer guten Ausgangslage. Ja, das definitiv. Also und bei Hasebe, nochmal ganz kurz dazu Hasebe, ich glaube, da hat man sich einfach versichert, dass man zumindest ihn noch hat, wenn man kein Backup findet, weißt du? Das ist für mich, das ist so das, was ich in dieser Vertragsverlängerung sehe, denn eigentlich würde ich sagen, dass nach der Saison wirklich Schluss ist. Aber gut, es ist ja kein Drama, wenn er einigermaßen im Gehaltsrahmen ist, dann kann man das auch nochmal machen. Aber für uns sollte halt ein Hasebe in 2017 wirklich nur noch Backup sein. Ja, das definitiv. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Es ist zum einen nochmal so ein Schleifchen um dieses Gesamtpaket Hinrunde gemacht, indem man da erst nochmal bei zwei essentiell wichtigen Spielern nochmal eben diese Botschaft mit drin hat mit der Vertragsverlängerung und zum anderen eben sich in eine gute Ausgangsposition gebracht zu haben, wenn einfach jetzt Anfragen für einen oder beide Spieler kommt, was ja jetzt auch nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Zumindest bei Chandler, bei Hasebe weiß ich nicht, aber zumindest bei Chandler könnte ich mir vorstellen, dass dann da Anfragen kommen und da ist dann für mich aber auch so ein bisschen der Punkt, wie sieht es dann mit einem Ersatz aus, wie fit sind die anderen Spieler da jetzt einfach, weil er jetzt ja doch sowohl offensiv als auch in der Defensive ein extrem wichtiger Spieler war, gerade wenn man sieht, auch in den Spielen gegen Mainz, wie viele Flanken da von der rechten Seite von einem Chandler kommen. Ich habe selbst so ein bisschen Angst vor mir sagen zu müssen, dass ich mich über Flanken von Chandler freue. Ja, und sie machen keine Angst mehr. Ja. Im Gegenteil, also die werden ja richtig gut. Ja? Also von daher. Ja.
Ein anderes Ding flog vorhin auf Twitter vorbei. Es gibt die Sportschau 11 der Hinrunde und da sind zumindest, wenn man nur die 11 Startspieler betrachtet, zwei Spieler von der Eintracht mit dabei, nämlich Vallejo und eben angesprochener Chandler. Und wenn man auf die Auswechselbank guckt, sogar fünf, da taucht nämlich der Herr Radetzky noch mit auf. Ja, also drei, also nicht fünf. Du hast gerade fünf gesagt. Fünf Auswechselspieler, dann taucht der Radetzky noch mit auf. Ah, genau. Ach so, so. Ja. Ne? Okay, alles klar. Oh, ja, okay. Alles klar. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, Vallejo gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich denke, der hat eine herausragende Runde gespielt. Chandler für sich dann ebenso. Gut, ob jetzt Jahrstein der Torhüter ist, der in der, in der Elf der Hinrunde irgendwie platziert werden muss, von mir aus, ich hätte da schon vielleicht wirklich eher Radetzky gesehen, muss aber sagen, dass ich natürlich die beiden unterschiedlich auch verfolgt habe. Ne? Mhm. Ja, genauso wie Trainer ist halt auch Julian Nagelsmann, wo man auch sagen kann, naja, da gibt es vielleicht auch andere, ja. Also. Ja, aber das sind also Kleinigkeiten, ne? Kannst du immer drüber sprechen. Ja. Außerdem werden dann vielleicht ein paar Leute traurig, wenn halt Nagelsmann nicht irgendwie da stehen würde. Nagelsmann ist ja auch immer potenziell so ein Trainer, der gleich bei größeren Vereinen gehandelt wird. Das schadet ihm natürlich jetzt auch nicht, dass er da jetzt schon mal so eine Auszeichnung bekommt. Hm. Aber gut, abgerechnet wird er am Ende, aber das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Lichtblicke, wo du sagen kannst, okay, hier haben sich zwei schon wirklich ins Gespräch gebracht. Und wenn wir auch sagen, okay, Chandler ist theoretisch verkäuflich, dann ist das natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Ja, das ist richtig. Das ist definitiv richtig. Also von daher ins Schaufenster gestellt haben sich da jetzt doch eine ganze Reihe von Spielern beziehungsweise die Mannschaft als Ganzes, was uns wie gerade eben ja auch im Slack-Chat angesprochen wurde, gerade auch mit Blick auf die Heimspielstärke, auf die medienwirksame Vermarktung der Spieler und der Mannschaft uns natürlich auch helfen sollte, wenn es um dieses Thema Sponsorensuche geht, dass man da halt einfach jetzt auch mal in ganz anderen Regionen und mit einem ganz anderen Statement in so Verhandlungen dann auch gehen kann, was ja auch einfach ein sehr positives Thema ist. Ja, und was aber auch eben auch im Slack-Chat ja angesprochen wurde, du merkst halt grundsätzlich, dass die Mannschaft halt funktioniert, ne? Ja. Und dass auch einzelne Spieler vielleicht momentan wieder über ihr normales Niveau kommen. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Weil dieses Konstrukt insgesamt gut funktioniert, ist es für den einen oder anderen Spieler möglich, nochmal eine Schippe draufzulegen. Wie Hasebe, wer hätte denn diese Saison gedacht, dass Hasebe nochmal so gut spielt? Und das ist für mich einfach eine positive Überraschung. Ja, das definitiv. Also das merkte man ja auch von vornherein im letzten Jahr schon mit dem Thema Abstiegskampf, aber jetzt auch, dass das für Kovac ein sehr wichtiges Thema ist, dieses Zusammenhalt in der Mannschaft, weil die Spieler, die wir da im Kader haben, das sind alles Profispieler, also die können alle schon in irgendeiner Weise, natürlich auf unterschiedlichen Leveln, aber die können alle schon irgendwie mit dem Ball umgehen. Aber da halt eben einfach so eine Einheit draus zu machen und dafür zu sorgen, dass halt auch jeder für den anderen da durch den sprichwörtlichen Dreck geht, da, es war halt für Kovac so ein ganz wichtiger Punkt, was du siehst, was er so rundrum macht, welche Akzente er da setzt, wie er die Leute da zusammenbringt. Und von daher merkst du halt einfach schon, dass sich da im Vergleich zu vorherigen Trainern und vorherigen Konstrukten doch immens was verändert hat zum Positiven hin. Ja, auf jeden Fall. Weiter freudiger Punkt, jetzt nur so am Rande erwähnt, dass es jetzt in der Rückrunde doch eben keine personalisierten Tickets gibt. Auf Antrag der Eintracht hin oder von verschiedenen Fangruppierungen hin wurde eben diese Auflage zurückgenommen. Ich glaube, weil man auch so ein bisschen gemerkt hat, dass das unterm Strich nichts bringen wird, die rein wollen, was man ja jetzt auch bei dem Heimspiel gesehen hat, wo der Fanheimblock dicht war und die Fans dann trotzdem drin waren, weil sie sich die Tickets von anderen Fans gekauft haben. Also du wirst auch durch die Personalisierung im Zweifelsfall nicht die wegkriegen, die du irgendwie weghaben willst. Das stimmt. Ja, von daher bringt es halt unterm Strich einfach nichts. So von daher viel besser. Erfreulich, dass man jetzt diesen ganzen Hässel da nicht hat, weil im Zweifelsfall außer irgendwie einen enormen Aufwand und Unannehmlichkeiten hätte es halt unterm Strich auch nichts gebracht. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik, nämlich dem Dummschwätzer der Woche. Da müssen wir erstmal auflösen, wer es denn in der Kalenderwoche 50 geworden ist. Wir hatten 55 Antworten von euch bekommen und mit 56% ist es der Herr Wagner geworden, der mit seiner Aussage brilliert hatte, ihm war es wichtig, fair zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch. Relativ knapp gewesen, ne? Relativ knapp, genau.
Ich habe schon gleich zwei neue mir ausgesucht. Zum einen direkt aus dem Spiel der Eintracht am Wochenende auf Sky, Kommentator Klaus Feldmann. Im Vorfeld zu dem Spiel Wolfsburg und auch Mainz gab es ja immer wieder so ein bisschen diese Diskussion, wo man noch auf diesem Spiel gegen Hoffenheim rumgeritten ist, von wegen Tretertruppe und so weiter, wo sich auch Kovac geäußert hat. Und Klaus Feldmann hatte diese wunderbare Konstellation, dass er erst auch eben sagte, von wegen die Eintracht und hier Tretertruppe und tralala und meisten gelben Karten in der Liga. Und im nächsten Satz sagt er dann, dass in diesem Regionalduell ja relativ wenig Spannung drin ist, weil es hätte ja bislang auf jeder Seite nur 8 Fouls gegeben und noch keine einzige Karte. Da hätte man in den letzten Jahren schon mehr Spannung gesehen. Ja, weiß er selber wohl nicht, was er will, ne? Ja, also ich kann mich nicht auf der einen Seite beschweren, dass irgendeine Mannschaft permanent unfair spielt und im nächsten Satz sagen, von wegen, hier ist noch keine einzige Karte gefallen, das muss ein schlechtes Spiel sein. Also, ja, da kriegst du doch zu viel bei. Ja. Aber das ist, da bin ich immer sehr froh, dass ich genau solche Kommentare entweder ausblende oder gar nicht mitbekomme, weil ich im Optimalfall dann wahrscheinlich selbst im Stadion bin. Darüber rege ich mich über so einen Mist nicht auf, aber das ist natürlich totaler Unsinn. Und ich muss auch sagen, wenn wir das hier schon ansprechen mit dem wirklich sehr unfairen Spiel gegen Hoffenheim, muss ich sagen, dass die letzten Partien wirklich besser waren. Also ich habe nicht mehr so ganz krass die Härte mitbekommen. Bei Wolfsburg ist mir auch negativ aufgefallen, weil da komplett die Körperlichkeit gefehlt hat. Gegen Mainz war sie da, ohne dass großartig unfair gespielt wurde. Ja, also ich meine, du hast halt auch mal diesen Wechsel drin. Du hast einfach auch, das ist ja vom Tag und von den Mannschaften und von der Situation abhängig, da hast du halt einfach auch mal ein Spiel, wo es mehr Karten gibt. Ja, was aber jetzt ja nicht heißen muss, dass jetzt irgendein Spieler oder irgendeine Mannschaft es drauf anlegt, die anderen halt auch zwingend zu verletzen, sondern da sind halt einfach mal Dinger dabei, weil du zu spät kommst, weil einfach irgendwie aus der Situation heraus, ja, dann gibt es halt einfach mal eine Verwarnung. Das ist halt einfach mal so. Ich meine, muss ja nicht jeder, es muss ja nicht immer so faul sein wie jetzt im gestrigen Spiel Bayern gegen Leipzig, wo ja diese eine wunderschöne Aktion dann da war, die ja zu einer absolut roten Karte Glück nachvollziehbarerweise geführt hat. Also da sind halt einfach so Dinger, ja. Aber deswegen ist ja nicht irgendwie der Wunsch nach Verletzung irgendwie da. Ja, und die Qualität eines Spiels daran zu bemessen oder den Einsatzwillen beider Mannschaften daran zu bemessen, ob es jetzt nun gelbe und rote Karten gegeben hat oder nicht, halte ich halt auch für den komplett falschen Maßstab. Auf jeden Fall. Und in der Vorberichterstattung hat sich eine junge Dame im Interview mit dem Herrn Schubert, ehemals Trainer bei Mönchengladbach, herausgestellt. Da ich den Namen nicht mehr weiß, stelle ich jetzt einfach mal komplett alle Sky-Reporter zur Disposition, die sich so ein bisschen an diesem Thema festgehalten hat, dass ja vor dem Spiel Herr Schubert schon zur Diskussion stand und man angeblich ja schon einen Nachfolger hatte. Und er, wie ich fand, an der Stelle ganz professionell gesagt hat, von wegen, ja, aber gute Frau, wir haben jetzt hier 30 Minuten vor Anpfiff und für mich ist jetzt wichtig, was meine Mannschaft da auf dem Platz macht und wir können gerne später über irgendwelche Gerüchte diskutieren, aber jetzt ist für mich einfach wichtig, dass meine Mannschaft hier vernünftig auf das Feld geht. Und die gute Dame da einfach nicht locker gelassen hat, wo ich sage, absolut professionell von einem Schubert zu sagen, das hat an dieser Stelle nichts zu suchen, ich weiß, dass Ihnen das wichtig ist, aber bitte, da reden wir jetzt nicht drüber und an der Stelle halt einfach auch dann diese blöden Fragen weiterhin zu stellen, finde ich halt auch absolut unprofessionell. Ich finde es total eine Frechheit. Also ich meine, das ist direkt vor dem Spiel, so Fragen zu stellen. Ja, das hat aber nichts mit journalistischer Aufklärungspflicht oder sowas zu tun, ja. Das ist einfach nur zu sehen, dass ich die neuesten Informationen bekomme, aber halt auf dem Rücken des Trainers darum hake, das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und das finde ich ethisch auch wirklich fragwürdig, dass man nicht mal dieses Fingerspitzengefühl beweisen kann, um zu sagen, okay, das sind Fragen, die stelle ich lieber nicht. Ich meine, was bringt dir das denn? Du bekommst eh keine Antwort, du weißt doch ganz genau, du kannst nur hoffen, als Journalist vielleicht, dass dann Schubert eskaliert und du daraus die nächste neue Geschichte stricken kannst. Finde ich echt fragwürdig, ist kein guter Stil und auch Sky nimmt sich ja das schon das ein oder andere Mal, hat sich schon das ein oder andere Mal komische Merkwürdigkeiten rausgenommen. Ja, das finde ich nicht gut, muss ich echt sagen. Ja. Hättest du denn noch einen Kandidaten oder Kandidatin für unseren nee. Dummschwätzer der Woche? Ich habe keinen Kandidat, ich schalte mittlerweile immer den Fernseher aus, wenn irgendwas Dummes kommt. Ja, das ist durchaus sinnig, wobei man dann, glaube ich, nicht nur den Fernseher, sondern auch noch andere Medien ausknipsen muss, wenn man einfach mal Ruhe haben will vor dem ganzen Kram.
Ja. Von daher empfehlen wir euch jetzt Medien, die ihr natürlich einschalten solltet, weil genau da sowas nicht passiert. Allem voran empfehlen wir weiterhin unseren Eintracht-Podcast Slack. Wie gesagt, dort gibt es einen Extra-Kanal, der heißt Frag das Team. Da könnt ihr eure Fragen abwerfen, weil wir in der Folge 250 auf eben eure Fragen eingehen wollen. Uns mal weniger mit der Eintracht und mit dem Bundesliga-Geschehen beschäftigen, sondern mit dem, was euch da draußen interessiert, was natürlich auch Bundesliga und Eintracht sein kann. Aber von daher reichhaltige Fragen, sonst wird das entweder eine sehr kurze oder eine sehr lange Sendung. Das könnt ihr dann quasi mitentscheiden. Alternativ eben der Weg über das angesprochene E-Mail-Postfach. Ich werde beides nochmal in den Shownotes zu dieser Sendung verlinken. Und dann habe ich noch was, was ihr euch... Ich habe auch noch kurz was. Ja, dein Mikro macht gerade wieder Sperenzien, von daher rede ich einfach mal weiter. Okay. Ich habe noch einen Podcast, wo ich euch die letzte Folge empfehlen möchte, nämlich den Rechtsbelehrungspodcast. Das könnte auch was für dich sein, Marvin. Da geht es nämlich um das Thema Abmahnung und den Abmahnbeantworter, wo drei Anwälte sich über gut 2 Stunden über dieses Thema unterhalten. Und wer jetzt denkt, ne, Abmahnung und Anwälte unterhalten sich darüber, das ist doch bestimmt stinkend langweilig. Nein, ist es definitiv nicht. Und jeder, der... mal ein bisschen mehr zu dem Thema wissen möchte, der kann sich das anhören. Da wird einmal das Thema grundlegend besprochen, aber auch so dieses ganze Thema, wie gehe ich damit um und was ist dieser Abmahnbeantworter überhaupt und wie sollte ich damit umgehen. Nicht, dass ich irgendeinem wünschen würde, dass er damit irgendwas zu tun hat oder davon ausgehe, dass ihr lieben Hörer da draußen da vorrangig irgendwas mit zu tun habt, aber ich finde das Thema einfach mal spannend und man kann sich daher auch einfach mal, ohne damit was zu tun zu haben, schon mal über solche Themen informieren. Und wir haben jetzt bald Weihnachten und nach Weihnachten kommt nicht nur Silvester, und da ruft der Herr Marvin wieder an, nach Weihnachten kommt nicht nur Silvester, sondern nach Weihnachten kommt auch wie jedes Jahr der Chaos Communication Kongress, zu dem es auch wieder einen Livestream gibt. Und von daher, ich bin leider nicht da. Ich würde da gerne mal hin. Ich habe es irgendwie in den letzten Jahren immer nicht geschafft, weil es ja auch immer ein bisschen schwierig ist, an Tickets zu kommen. Aber ich gucke mir immer gerne die Aufzeichnung und auch den Livestream an, weil die doch ein sehr buntes und umfangreiches Programm haben. Wenn ich das richtig sehe, wird es auch wieder den einen oder anderen Podcast geben, der dort live produziert wird. Auf jeden Fall, ja. Von daher. Sehr gut. Ja, da sind ja auch viele aus der Region, bei uns aus der Frankfurter Region sind ja da. Ne? Die Tine Nowak schaut sich das an, die Frau Diener ja ebenfalls. Also das ist wirklich, es ist viel los in Sachen Podcast. Schade, dass wir es noch nicht geschafft haben. Irgendwann muss das mal klappen. Ja, und nicht nur in Richtung Podcast, aber auch so dieses ganze Thema, da wird ja auch immer gesellschaftspolitisch und auch technisch immer so das ein oder andere aufgegriffen. Also da ist wirklich für jeden was dabei und von daher, wer selbst nicht vor Ort sein kann, der kann entweder den Livestream einschalten oder sich die Aufzeichnungen danach auf YouTube angucken und das ist halt wirklich mediale Inhalte, wo man sich jetzt keine Gedanken machen muss, dass man danach dann irgendwie mit einer Gehirnwäsche rausgeht oder die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem Tisch haut vor lauter Dummheit von den anderen. Genau. Ich wollte mich noch ganz kurz bedanken und zwar bei einer sehr fleißigen, einer regelmäßigen Podcast-Hörerin und zwar der Anna Louise, oh Anna Louise bei Twitter. Die war nämlich so lieb in der Zeit, in der ich ein bisschen krank war und zusätzlich kaum Socken hatte. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ja, und da hat sie ihre Oma angehauen und hat gesagt, hier mach mal paar Socken für den Marvin als Unterstützung für den Eintracht-Podcast, damit die immer fit bleiben, damit die immer weiter und fleißig senden. Vielen Dank, die habe ich jetzt beim letzten Heimspiel der Eintracht erhalten. Ich trage sie schon fleißig, also es ist ein Traum. Vielen Dank nochmal. Genau, hervorragend. Und damit kommen wir quasi auch schon zum letzten Thema, nämlich dem Housekeeping. Wir wollen an dieser Stelle natürlich allen Spendern, Spenderinnen, Unterstützern, Unterstützerinnen, Feedbackgebern und Feedbackgeberinnen danken. Da sei erwähnt die ganze Reihe von Menschen, die monatlich über unsere Patreon-Kampagne uns mit einem kleinen Obolus unterstützen, aber auch die Menschen, die die anderen Möglichkeiten nutzen, uns zu unterstützen, sei es per PayPal-Spende, Kontoüberweisung oder das Einkaufen über unseren Amazon-Affiliate-Link. Und da möchte ich an der Stelle ein paar Namen erwähnen, nämlich den Nicole, die Susi, den Sebastian, den Udo und den Holger. Die waren gerade jetzt im Dezember extrem aktiv und seien deswegen nochmal namentlich erwähnt, aber alle anderen, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnt habe, sind natürlich für uns genauso wichtig und wenn ihr da auch mal ein bisschen was tun wollt oder euch generell über das Thema, wie ihr uns unterstützen könnt, informieren könnt, dann schaut mal unter eintracht-podcast.de/support vorbei.
dann auch mal der Hinweis, für uns sind am wichtigsten Empfehlungen, weil am Ende zählt, wer uns hört. Und diesen Kreis können wir nur erweitern, indem ihr, liebe Hörer da draußen, anderen Menschen erzählt, dass es uns gibt und ihnen sagt, wie sie uns hören können, damit sich das ganze Thema hier auch einfach ein bisschen weiter verbreitet und ja, neue Menschen dazukommen und wir auch wieder die Möglichkeit haben, von diesen Menschen Feedback zu bekommen, wie zum Beispiel für die 250 Fragen. Ne? Oh ja, also genau, haltet euch ran, stellt fleißig Fragen, wir freuen uns schon drauf und weil ja in der Zwischenzeit dann eh kein Spiel mehr war, können wir ausgiebig darüber dann diskutieren. Genau, und wenn's Formen von einem Rasenfunk Royal mit 16 Stunden annimmt, weil ihr so viele Fragen geschickt habt, dann ist es halt so, dann müssen wir uns halt einen Tag Urlaub dafür nehmen. Ja, im Zweifel auch das. Für euch machen wir alles. Das würde ich jetzt nicht sagen, schon relativ viel. Gut, dann haben wir auch das geschafft. Das war ein erfolgreiches Jahr 2016. Ich danke allen da draußen, die zugehört haben. Ich danke natürlich meinen 3,5 bis 4 Mitstreitern. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer der Halbe oder die Halbe ist, dass ihr das Jahr mit mir hier durchgestanden habt. Und freue mich auf ein 2017 mit einer enorm starken Rückrunde dieser Eintracht. Und mal gucken, wen wir dann als Gast oder Gästin für die Rückrunde hier bekommen können. Ich hätte dann noch so den ein oder anderen Wunschkandidaten auf meiner Liste und mal sehen, ob das mit dem ein oder anderen da auch funktioniert. Ja, da geht schon was. Alles klar. Vielen Dank. Ne? Haut rein, macht's gut. Bis im neuen Jahr. Ciao, ciao. Tschüss.